So. Okay, dann dürfte ich jetzt live sein. Warte ganz kurz einen Moment. Ich bin gleich für euch da. So. Dann dürfte ich jetzt live sein. Willkommen zurück zu einem weiteren Livestream hier auf diesem Kanal. Wir haben mal wieder Dienstagabend und Dienstagabend ist Zeit für einen weiteren Livestream, Livestream-Talk. Ja, wir haben gewonnen und da lohnt es sich doch mal direkt. Warum verbindet er sich hier nicht? Da lohnt es sich doch mal direkt, einen Talk zu abzuhalten. Willkommen zurück zu einem weiteren Livestream. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, dass hier mein Sound sich nicht läppelt. Sehr gut. Ja, willkommen Raven. Willkommen Nina. Ja, es gibt unglaublich viel zu besprechen. Nicht nur rund um Hertha, sondern auch was die Bundesliga angeht. Da gibt es vieles zu besprechen. Ich habe heute bereits schon ein News-Video hochgeladen, kam heute, ich weiß, kam ein bisschen später, kam jetzt glaube ich erst vor knapp einer Stunde online, trotzdem mal gucken, möchte ich heute auch nochmal thematisieren, weil ich glaube noch nicht alle haben das Video gesehen. Thomas willkommen, Christoph willkommen, richtig coole Laune nach dem Sieg, absolut, ich bin auch, also man merkt, man ist einfach ohnehin glücklicher, wenn man gewonnen hat, also es ist wirklich so, ich war Montag, also gestern, war ich wirklich den ganzen Tag über glücklich. Und das nur, weil wir gewonnen haben. Bei der Niederlage, puh, da wäre ganz anders gewesen. Uwe, willkommen. Bin traurig, mein TikTok-Account wurde gesperrt. Jetzt darf ich von vorne anfangen. Na, vielleicht kannst du den Support anschreiben. Vielleicht wird er dann entsperrt. Erdbeerbro, willkommen. Und Pascal, willkommen zum Livestream. Ja, ich möchte direkt über das Augsburg-Spiel sprechen und auch über das Leverkusen-Spiel, was jetzt bald ansteht. Erstmal beim Leverkusen-Spiel. Es sind, glaube ich, noch einige Tickets zur Verfügung, wobei die dürften dann jetzt auch die Tage rausgehen. Das heißt, wer noch kein Leverkusen-Ticket hat, kann jetzt noch zuschlagen. Ich fahre nicht nach Leverkusen. Also ich finde Sonntag 15:30 Uhr, das ist echt eine Anschlusszeit. Den kannst du den. Also wow, das schaffe ich nicht. An einem Sonntag und dann um Montagmorgen wieder hier zu sein. Zumal ja Leverkusen nochmal ein bisschen anders zu erreichen ist als Köln oder Dortmund. Denn Leverkusen ist ja rechts von Köln und das erschwert nochmal die Anfahrt ein bisschen. Das heißt, ich habe mich gegen Leverkusen entschieden, dafür aber denn für Freiburg oder Sinsheim. Mal gucken, was kommt. Das heißt, die Leverkusen-Tickets dürften jetzt noch einen Tag zur Verfügung sein. Mal schauen. Meme-Streak, willkommen zum Livestream. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, gut, nach Leverkusen fahre ich nicht. Wie gesagt, ich habe mir eigentlich vorgenommen, viele Auswärtsfahrten in der Rückrunde zu machen. Bisher bin ich bei null. Es ist aber auch scheiße terminiert. Also, das ist wirklich, wirklich Mist. Naja, gut. Sprechen wir über das Augsburg-Spiel. Das Augsburg-Spiel, ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin so glücklich, dass wir dieses Drecksgame gewinnen konnten. Der Stadionvlog, den habe ich glaube ich schon vorgestern hochgeladen. Oder gestern, nee, gestern glaube. Nee, vorgestern. Vorgestern habe ich den Stadionvlog hochgeladen. Was soll ich sagen? Kam super an bei euch. Es war auch einfach ein richtig geiler Stadionvlog. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Stadionerlebnis war schon wieder echt geil, in der Kurve zu stehen. Dann dabei noch diesen Schneewetter zu beobachten, das war auch wirklich eigentlich richtig, richtig cool. Ich glaube, wenn man das so gesehen hat, da wo langsam so das Flutlicht anging und dann der Schnee darauf auf diesen Platz geprasselt ist, das sah richtig, richtig geil aus. Zu Hause gegen Mainz bin ich wieder im Stadion, am letzten Spieltag nach Wolfsburg. Ja, nach Wolfsburg geht's auf jeden Fall, da gibt's keine Ausrede. Ich hoffe, ich kriege da bloß ein Ticket. Wolfsburg, das ist schön da dran, da gibt's keine Ausrede, ist auch ein Samstag. Nächste Saison zu jedem Auswärtsspiel fahren, das habe ich mir vorgenommen. Zu jedem weiß ich nicht, weil geht wahrscheinlich nicht. Und ja, zu Hause gegen Mainz bin ich dann natürlich auch wieder mit dabei. Zu Hause allgemein verpasse ich keine Spiele mehr diese Saison. Das ist schon mal ein Fortschritt als letzte Saison. Wobei, in der letzten Saison habe ich auch nichts verpasst. Da war Corona die ganze Zeit. Und die übrigen drei war ich dann immer da. Jona, willkommen zum Livestream. Frisur sitzt. Ach, die sitzt gar nicht. Ganz, ganz schlimm. Hier sind die Haare ganz, ganz komisch. Naja, egal. Besser als die ganze Zeit mit einer Cap hier zu sitzen. Naja. Wann kommt wieder FIFA? Ich überlege mir noch, was ich mit FIFA überhaupt anfangen möchte. Also, ob eine Karlsruhe-Karriere, ob eine Karriere mit Hertha BSC. Das Ding ist nur FIFA-Content. Ich muss mir da erst noch was überlegen. Mal schauen. Zumal ich habe momentan keinen Controller mehr. Der hier ist kaputt gegangen. Der geht einfach nicht mehr an. Also hier, ich drücke mal auf. Normalerweise würde jetzt das Licht da leuchten, aber es leuchtet nicht. Und wenn ich den verwende, geht er aber einfach nicht mehr an. Und es lag nicht an mir. Kann sein, dass der leer ist, aber er ist ja eigentlich die ganze Zeit am Kabel. Ich weiß es nicht, warum der nicht angeht. Naja, ich hoffe, dass Hertha mit Platte verlängert. Mit Platte zu verlängern, also. Puh.
das ist so eine Thematik. Ja, ich würde halt lieber mit Ulrich verlängern als mit Platte. Platte, natürlich top. Aber ich bin ganz im Ernst, Platte wird jetzt nicht mehr lange auf hohem Niveau spielen. Er ist natürlich dienstältester Profi bei uns und durchaus auch wichtig für die Mannschaft als Kapitän. Aber ich weiß nicht, ob das sich wirklich noch auszahlen wird in den nächsten Saisons oder ob man da lieber den Platz freimachen sollte für unsere Talente. Ich stand vor dem Anstoß um die Autoplane rum und Orenovic hat mich beim Aufwärmen fast abgeschossen. Perfekt. Bei deiner Trainerfrage habe ich dir erstmal geschrieben, aber von ihm bin ich noch nicht so richtig überzeugt. Ja, was Sano Schwarz angeht, tatsächlich, ich bin allgemein großer Fan von Sano Schwarz, sehr, sehr großer Fan sogar von Sano Schwarz. Ich glaube, dass Sano Schwarz eigentlich schon ein sehr, sehr guter Trainer für uns ist. Wenn man mal so überlegt, dass er jetzt eigentlich in vielen Spielen auch gute Leistungen abgeliefert hat, Sano Schwarz. Es gab nur wenige Spiele, die Spiele halt am Anfang der Rückrunde, wo man sagt, ja, okay, die sind komplett in die Hose gegangen. Aber irgendwie mit diesem 3-5-2-System sitzt es komplett. Ich muss ja ganz kurz gucken. Wo habe ich hier? Ja, hier. Also wenn man hier mal schaut, waren eigentlich alle dieser Spiele bis hierhin, bis zum 15. Spieltag in Ordnung. Dann gab es hier 4 Katastrophenspiele. Und seitdem haben wir uns aber auch wieder gefangen und irgendwie die Kurve bekommen. Weil das Spiel gegen Gladbach war okay. Das Spiel gegen Dortmund hätten wir auch gewinnen können oder wenigstens nicht gewinnen können. Und das Spiel gegen Augsburg war auch gut. Also, wenn man mal ehrlich ist, hätte auch durchaus anders gehen sein können. Von daher bin ich eigentlich auch froh, dass Sandro Schwarz die Kurve bekommen hat und dass wir mit ihm jetzt weiter planen können. Ich glaube, das ist einfach besser auch für uns. Alex, willkommen. An sich ist auch noch eine große Frage, was aus deinem 15 Uhr Daily Uploads aus deinem Gaming-Channel wird. Der Gaming-Channel ist eingestampft worden, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich verstehe gar nicht, warum man den noch findet. Ich möchte ihn nicht löschen, einfach nur der Erinnerung wegen, aber ich möchte, dass man den auch nicht mehr findet. Naja, gut. Vielleicht werde ich den auch auf privat schalten oder so, wenn es irgendwie geht. Wie geht's dir? Ey, mir geht's dank dem Sieg richtig, richtig gut. Und ich hoffe, hier, wenn man sich mal diese Phase anschaut, wir haben jetzt hier innerhalb von 3 Spielen 2 Siege geholt. Was ist denn los? So gut habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Guck mal, ich glaube, das gab es die ganze Saison noch nicht, oder? Nee, gab es die ganze Saison noch nicht. So viele Punkte hintereinander. Na, wobei, hier war auch eine gute Phase, habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt. Aber ansonsten ist das hier gerade momentan 6 Punkte von 9 möglichen aus Spielen gegen Gladbach, Dortmund, Augsburg. Ist eine gute Ausbeute. Wir haben jetzt halt Leverkusen vor der Brust. Leverkusen ist schlagbar, ist nicht unbesiegbar. Und von daher, wenn wir da noch gewinnen würden, boah, das wäre richtig, richtig geil. Das wäre richtig, richtig geil. Stuttgart schenkt mir ein Foto. Ich sag ganz im Ernst, wenn ich auf den Abstiegskampf blicke und wenn ich vor allen Dingen das letzte Spiel von Stuttgart gesehen habe, dann sage ich so, wie es ist. Also Stuttgart muss runtergehen. Stuttgart geht dieses Jahr in die Relegation. Das muss so sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hoffenheim, hoffentlich auf Platz 17. Aber ich glaube, die werden irgendwann werden die sich wieder fangen. Und Bochum muss auch runtergehen. Bei Schalke bin ich mir momentan sehr, sehr unsicher. Bei Schalke 04 kann es sein, dass die jetzt richtig die Kurve kriegen. Dass die jetzt, wenn die das nächste Spiel gegen Bochum gewinnen, dann sind die erstmal vor Bochum sogar. Dann können die von Platz 18 wegrücken. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Wird für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel sein. Aber ich sage, Stuttgart geht dieses Jahr runter. Hoffentlich. Jürgen Klinsmann hat einen neuen Job. Ich hab's gesehen. Nationaltrainer von Südkorea. Big City Nation. Ey, das ist so. Naja. Viel Glück an. Nee, ich wünsche dir nicht viel Glück. Der soll meinetwegen da unten sein. Bei Schalke kann beides passieren. Schalke kann genauso gut wieder komplett unten reinrücken. Also, Schalke ist für mich momentan Überraschungsblatt, einfach nur, weil die letzten Spiele echt nicht schlecht waren. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn wir wieder nach Gelsenkirchen fahren. Also davor habe ich wirklich Schiss. Hoppenheim war ja letzte Saison, beziehungsweise vorletzte Saison gar nicht schlecht. Das stimmt, Hoffenheim war wirklich nicht schlecht. Aber gut, bringt ja nicht. Die haben jetzt die letzten 4-5 Spiele, ja hier, guck mal. Seit dem Restart haben die nur einen Punkt geholt. Und das gegen Stuttgart. Wow. Also wenn man hier mal schaut,
ganz, ganz schlechte Bilanz. Ich hoffe, es geht einfach weiter so. Aber das hier war echt knapp, das Spiel gegen Dortmund. Und wenn man hier mal schaut, also, okay, doch, war schon alles deutlich Niederlagen. Bei der nächsten WM, Südkorea besiegt Deutschland. Das war so schlimm, also, boah, darüber möchte ich nie wieder nachdenken. Wenn man überlegt, ich schaue zwei WMs so wirklich mit so klaren Gedanken, weil beim WM-Sieg, da war ich 10. Das heißt, da musste ich nach dem WM-Sieg musste ich schlafen legen. Das heißt, ich schaue erst seit zwei WMs wirklich mit klarem Kopf. Und dann siehst du da zweimal in Gruppen aus. Also, wow. Mal sehen, was die nächste WM folgt. Bei München hat Union Berlin besiegt. Ey, das finde ich auch so geil. Ich habe mich da gefreut, als ich das gesehen habe. Ich war sogar in Berlin zu dem Zeitpunkt bei den Eisbären. Es hat mich gefreut, Bayern gegen Union, das hätte auch durchaus 5-6-0 ausgehen können, um einfach mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Also, die kannst du mir nicht erzählen, dass die auf dem dritten Platz hocken. Also, wow, drei Schüsse. Da sind wir ja besser. Und das ist peinlich. 30% Ballbesitz, die wurden ja komplett an die Wand gespielt. Die ersten 10, 15 Minuten soll es okay gewesen sein und danach sind die komplett eingebrochen. Und Bayern war 2-3 Klassen besser. Ich verstehe nicht, warum die da oben hocken. Gegen Leverkusen wird es nicht einfach. Wir müssen auf Wirtz aufpassen und auf dem hierbei und auf Schick. Auf die drei müssen wir unbedingt achten. Ja, Wirtz ist natürlich jetzt wieder da. Der hat im Hinspiel gefehlt. Dem hierbei hätten wir ruhig mal ausleihen können. Also es hätte nicht geschadet. Aber ich glaube, Serdar Toussaint und so machen das jetzt auch nicht schlecht. Wird es ein Union Berlin District geben? Ich kann nicht singen und auch nicht rappen. Von daher wird es von mir kein District gegen Union geben. Selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht machen. Bei mir ebenfalls 2014 habe ich kaum Erinnerung dran, aber soll hochmotiviert dabei gewesen sein. Es ist halt wirklich so, ich war viel zu jung, um damals so auch das so mitzunehmen. Was das Besondere bei der WM war ja so die Sommerstimmung, die Sommeratmosphäre. Ja, so, okay, was habe ich gemacht? Also, kann man ja nicht wirklich vergleichen. Hätte ich gerne gemacht, so, wenn man so 17 oder 18 oder 19 ist, Digga, da wäre jetzt richtig geil gewesen. In der ersten Halbzeit hatte Union manchmal 22% Ballbesitz. Ja, also Union. Vor allem, die werden halt das nächste Spiel wieder gewinnen. Die werden das nächste Spiel schon wieder gewinnen. Es wird klar sein. Das wette ich. So safe, wenn die das nächste Spiel gewinnen. Es war auch erwartbar, dass Union chancenlos ist. Die haben sich die Energie für Köln aufgespart. Das glaube ich auch, um dann wieder 2-0 zu gewinnen. Chioli, willkommen zum Livestream. Schön, dass du heute dabei bist. Was glaubst du, holen wir was in Leverkusen? Oh Gott, was ist hier für Werbung? Oh, ich muss ja aufpassen. Digga, bei dieser Werbung, ich hatte es einmal in einem Livestream, da war genau hier, also dieses Bild, was unter der Facecam war, da war da irgendwelche Inhalte, für die ich schon mal gesperrt wurde. Also, da muss ich wirklich aufpassen. Ich glaube, in Leverkusen holen wir einen Punkt. Ich hoffe es zumindest. Wir hatten lange kein Unentschieden mehr. Wenn man auf unsere Statistiken schaut, das letzte Unentschieden war Leverkusen oder Freiburg. Ja, Freiburg war das letzte Unentschieden. Von daher glaube ich an so ein Unentschieden. Ich hoffe an ein Unentschieden. Lasse, willkommen. Aber Leverkusen, wir müssen mal das letzte Spiel von Leverkusen angucken. Wo hat denn Leverkusen das letzte Mal gespielt? Gucken wir mal. Ah, das war das 1-1 gegen Freiburg. Nee. Wir wollen uns das 1-1 gegen Freiburg mal angucken. Ich denke auch gegen Leverkusen maximal ein Punkt. Leverkusen ist nicht unbesiegbar. Die waren gut gegen Freiburg. Gut, ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber Leverkusen 18 Schüsse, schon mal Ausrufezeichen. Die haben unter der Woche gegen AS Monaco gespielt. Da haben wir hier im Livestream gesessen und Leverkusen angefeuert. Und also Leverkusen ist wirklich eine Mannschaft, wenn wir hier mal auf die Spielernamen gucken, das ist wirklich, wirklich von der Qualität der richtig, richtig stark. Oh, Andrich, den Typen hasse ich ja. Bah, also wow. Palacios, dem hierbei, Diaby, Frimpong, Locek, Asmun, Baka, Tapsoba, Kunususunu, Hadrecki, Amiri, Chick, Wirtz. Also hier ist wirklich geballte Qualität. Mal gucken. Ich denke, in Leverkusen sind 3 Punkte drin. Die sind halt irgendwie eine Wundertüte, die Saison. Aber wir haben die letzten 3 Spiele echt gut gespielt. Absolut. Absolut. Wir haben die letzten 3 Spiele gut gespielt. Die Frage ist, reicht es für Leverkusen? Die haben jetzt in der Bundesliga seit zwei Spielen nicht mehr gewonnen. Zu Hause gegen Mainz verloren. Vielleicht wollen sie. Seitdem Wirtz wieder da ist, läuft es bei Leverkusen. Ja, absolut. Also Wirtz ist so ein wichtiger Mann. Das sieht man hier auch. 1,0 Note gegen AS Monaco. Und die Kickernoten, die sind nicht irgendwie ausgedacht, sondern wow.
Und vor allem, er ist damit absoluter Top-Spieler gewesen. Hier, guck mal, der Lodzschek hat 3,5, der Adi 2,0, 2,5, 1,5. Also, der Mann hat schon richtig rasiert. Hat er sogar ein Tor gemacht? Ja, dann muss er ja. Ein Tor, zwei, eine Vorlage. Also, der Mann ist richtig, richtig stark. Was der auch mit dem Ball kann, also der wird sowas von auch in der Nationalelf hoffentlich den nächsten EM-Sieg bringen. Kicker ist eigentlich streng. Ja, vor allem bei uns sind sie streng. Jedes Mal. Ich weiß nicht, wir gewinnen und trotzdem sind mehr Spieler von anderen Vereinen in der Elf, die nur unentschieden spielen. Also das ist wirklich lächerlich. Selten sind bei uns jetzt hier mal Marco Richter, aber selten sind bei uns von unserem Team, von Hertha, Spieler in der Top-Elf. Das finde ich lächerlich. Aber Leverkusen ist halt eben Doppelsieger. Wir müssen halt eben gucken. Gladbach, hier, guck mal, die haben 4:0 gegen Mainz verloren. Ich weiß nicht, ob wir diesen Sieg, dieses 4:1 so hoch bewerten sollten. Weil lieber die WM werden wir bei Weitem nicht gewinnen. Oh doch, das werden wir. Wir werden gewinnen, diese EM. Deutschland wird das schon holen. Richter war gut bei Kicker. Ja, Richter war auch einfach an sich gut. Der hat diesen Spieltag gegen Augsburg wirklich gut gespielt. Das kann man nicht leugnen. 2,0er Bewertung. Also, das ist stark gewesen. Wir können 5-0 gewinnen und der Kicker würde von unseren Spielern trotzdem nur eine 4 geben. Ja. Wenn man hier mal schaut, Urevic ist der beste Verteidiger. Also weiß ich nicht, ob das stimmt. Kempf hat nur eine 3,0. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ja, und dann Suarez eher der 4,0. Niederlechner 4,0. Ich fand den Gangkampf schon ein bisschen schlechter als Niederlechner. Also weiß ich, wie gesagt, nicht ganz. Auch bei Christen 3,0. Was soll der denn besser machen? Also, naja, gut. Bei Augsburg hier, wenn man so mal schaut. Boah, hier passt eigentlich alles. Der Renato Weiger, der hat eigentlich gut gespielt. Ja gut, wobei, der ist mir halt nur aufgefallen, weil ich die ganze Zeit diese Frisur gesehen habe. Von ganz oben weg. Richter macht aber auch gefühlt nur Tore aus 3 Meter Entfernung. Ja, besser so als gar keine. Also von daher bin ich nicht unzufrieden mit. Matchday macht bessere Bewertungen. Oder Sofascore, wobei Sofascore bezieht sich ja nur auf die Statistiken. Aber ich glaube, mit diesem Team, mit dieser Dreierkette, 3-3-2-2, Digga, das ist doch ein gutes neues System, ein richtig stabiles System. Hinten halten wir die Null, also zumindest ab und zu. Und ja, hast du schon die neuen T-Shirts gesehen mit dem Bezirk? Vielleicht hole ich mir etwas. Ja, ich habe es tatsächlich gesehen, aber ich weiß noch nicht. Aber der Schnee hat auch ein bisschen geholfen, meinst du nicht? Ich muss aber ganz im Ernst sagen, dieser Schnee, dieses Schneegestöber war allgemein richtig geil. Also es sah im Stadion von dem Platz, wo ich war, wirklich richtig, richtig cool aus. Und ganz im Ernst, ich zoome mal ein Bild raus. Das war schon richtig, richtig cool, da zu sitzen. Aber ich glaube auch, der hat ein bisschen geholfen, weil er war vielleicht so der Torhüter ein bisschen verwirrt. Aber naja, wenn wir mal gucken, es sah einfach richtig, richtig geil aus. Also, wenn man hier das Bild mal anschaut. Es hat ja schon einen richtig coolen Vibe von der Tribüne aus. Mit diesem blauen Licht und dieser Schnee, der im Stadioninneren so war. Naja, mal gucken. Richter seit der Systemumstellung echt gut. Noch eine bessere Entscheidungsfindung könnte er. Der könnte echt Weltklasse für unsere Verhältnisse sein. Das ist halt das Ding. Richter spielt für 10, 20 Minuten. Und auch jetzt auf der Schienenspielerposition. Richtig, richtig gut. Und dann ist der 70 Minuten komplett unsichtbar, wo man sich fragt, was macht der da eigentlich? Wenn der mal manchmal bessere Pässe setzen würde, wenn er manchmal noch ein bisschen mehr Präzision hätte, wenn er manchmal halt eben sich auch besser entscheiden würde oder halt eben mal weniger Laufwege, ja, nach Instinkt gehen würde, dann würde das wirklich ein richtig, richtig geiler Mann sein. Glaube ich absolut, aber er hat halt eben noch ganz klar definierte Schwächen, Marco Richter. Aber er ist richtig, richtig geil. Also auch auf dieser rechten Schienenspielerposition ist er für mich besser als in John Joe Kenny. John Joe Kenny ist halt einfach viel zu defensiv dafür. Kann man vielleicht reinbringen, wenn man führt und dann ja die Führung verteidigen möchte. Aber naja. Das Hinspiel war 0-2, jetzt das Rückspiel 2-0. Richter Hinspiel mit Rückspiel getroffen. Absolut. Ich freue mich, das ist auch so geil. 6 wichtige Punkte gegen einen Scheißverein eingefahren. Scheißverein nicht, weil der Verein scheiße ist, sondern weil Augsburg richtig, richtig wehtun kann. Wobei man sagen muss, seit Augsburg, dieser Verein, warte, die hatten mal so eine Aktion gedroppt. Das muss ich jetzt finden. Also, ja, hier.
Die hatten mal hier nach einem Sieg, waren die so, so übermütig und haben dann so geschrieben auf Twitter. Hier, schaut mal. Hey Hertha BSC, we fixed your flags, what do you think? Und dann haben die halt unsere Flagge komplett weiß gemacht. Das heißt, die haben jede Niederlage verdient, das gönne ich denen absolut. Karl Schwarz, willkommen zum Livestream, ich küsse dein Herz. Ich teile auch. Also, wenn man hier mal schaut, war schon Bonus die Aktion damals. Und seitdem haben die auch, glaube ich, jedes Spiel gegen uns, ne, die haben nicht jedes Spiel verloren, aber die haben, glaube ich, seitdem nicht mehr gewonnen. Und das war das Spiel damals 4-0 gegen Ante Šović. Seit der Aktion einen Punkt gegen uns geholt, glaube ich, ja. Und es war dann der Punkt, wo die in der 97. Minute vom Schiedsrichter in den Arsch gedrückt was bekommen haben. Das war lächerlich. Ich hoffe, dass er nach dich bei Leverkusen seine Weitschüsse gefragt. Ja, glaube ich auch. Hoffe ich auch, dass Marco Richter nachlegt. Will ich mal wieder das Bild reinmachen. Perfekt. Aber Marco Richter insgesamt ein richtig, richtig geiler Kicker. Gefällt mir auch immer und immer mehr. Es ist halt eben besser, wenn er halt so weiter auf Grundlinienhöhe zum Beispiel Flügel spielt, da ist er halt einfach sehr berechenbar. Aber auf der rechten Schienenspielerposition hat er eben noch 1, 2, wenn nicht sogar 3 oder 4 Spieler vor sich. Und das tut ihm, glaube ich, einfach besser. Marco Richter, wenn er selber in der vordersten Reihe steht, dann macht das, glaube ich, eher Probleme. Denn die Verteidiger sind dann halt eben, was das angeht, ein bisschen schwächer besetzt. So, aber so gefällt es mir. Und vor allen Dingen defensiv ist ja Marco Richter auch komplett dabei und stabil. Verteidigt alles und jeden weg. Und das ist halt eben auch das Geile. Und das braucht es ja in unserem Schienenspielsystem, um irgendwie zu überzeugen. Um irgendwie ja die Stabilität zu wahren, müssen ja unsere Schienenspieler super viele Laufwege gehen. Von daher ist das, denke ich, eigentlich okay. So viel erstmal zu Marco Richter und der Taktik. Wir müssen mal gucken, was halt eben bei uns jetzt allgemein im Januar, nee, nicht im Januar, sondern im Juni passiert. Aber, naja, fällt mir meiner Meinung nach in letzter Zeit auf, dass immer mehr Weitschüsse bzw. Schüsse aus der zweiten Reihe kommen. Ist das möglicherweise auch jetzt eine Anweisung, weil das hat mir früher ein bisschen gefehlt. Ich denke, ja, das ist rein theoretisch auch eine Anweisung. Ich glaube aber auch einfach, dass das System, was da angeht, ein bisschen, ich sage mal, besser ist. So haben wir halt eben auch mal die Möglichkeiten, die zweiten Bälle zu kriegen. Wir haben, ich glaube, jetzt nach Weitschüssen, Marco Richter hat ja zweimal nach Weitschüssen getroffen. Das ist halt einfach auch so ein Mittel, weil wir können auch eigentlich schießen, ne? Selbst ein Suat Serdar, für den ist ja auch ein Mittel. Er tut zwar nicht so oft, aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch eine Anweisung ist. Wir haben halt früher versucht, uns irgendwie durchzutendeln und das hat halt eben nicht funktioniert. Und da ist das halt in Mitte und dann auf die zweiten Bälle und dann mal gucken. Ich hoffe, wir halten die Klasse. Ich hoffe auch, aber ich glaube auch dran. Ich hoffe einfach, dass Stuttgart und Hoffenheim und Bochum und Schalke uns nicht überholen. Und dann sollten wir eigentlich durch sein. Kenny würde ich ab der 80. Minute bringen und 10 Minuten vor Schluss. Kommt drauf an, wie es steht. Ja, Kenny ist halt eben kein Flop-Transfer, würde ich sagen, aber es hat einfach in diesem Fünferketten-System nicht gerade benötigt. Aber ist auf jeden Fall kein schlechter Mann, sollte man nicht vergessen. So, für die Defensive immer wichtig. Die Abwehr hat mir nicht mehr gefallen, besonders gegen Augsburg. Die Abwehr war stabil. Vor allem gegen Augsburg, da hat ja gespielt in der Abwehr Uremovic. Der hat ja eher so zentral gespielt, Rochel rechts. Beziehungsweise Rochel und Uremovic waren manchmal ein paar Positionswechsel. Und dann auf der linken Seite Kempf gespielt. Und das hat gut funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert. Und da waren wir eben auch stabil, was das angeht. Boni Ico 030, willkommen zum Livestream. Schön, dass du heute dabei bist. Wann wird die Spielzeit für den nächsten Spieltag geleakt? Geleakt ist ja ein tolles Wort dafür. Ich hoffe eigentlich morgen. Ich möchte mal langsam gucken, ob Freiburg tatsächlich eine realistische Auswärtsfahrt ist. Wobei ich daran leider nicht glaube, denn Freiburg spielt ja in Europa. Ich sehe schon, wie wir auswärts in Freiburg, ja, um 17.30 Uhr spielen können. Ja, dann war es mit der Auswärtsfahrt. Wir sind durch, wenn drei Vereine schlechter sind als die Hertha. Absolut. Und ich hoffe, dass es Stuttgart, Hoffenheim und Bochum sind. Oder meinetwegen auch Schalke. Und dann hoffe ich hoffe alles oder nichts, ich hoffe, dass Heidenheim nicht aus der zweiten Liga hochkommt. Heidenheim möchte ich nicht in der Bundesliga sehen. Wobei, ist mir scheißegal, wenn wir selber in der Liga bleiben. Aber lieber geile Traditionsvereine wie der HSV, wo man ein bisschen stänkern kann.
und die man natürlich auch nicht ganz so mag, als Heidenheim die 100 Auswärtsfahrer nach Bielefeld mitbringen. Ist zwar ein kleiner Verein, aber da muss halt wirklich ein bisschen mehr gehen. Bald gibt es selbst solche Nachspielzeiten wie zur WM. Ich sehe schon kommen, Union-Tor zur 90 plus 12. Ich sag immer noch, das Spiel gegen Union, das hätten wir, also da wurden wir verarscht. Aber ich sage ich jedes Mal und ich werde jedes Mal ausgelacht dafür, aber nun gut. Also ich glaube, ich sehe das zu sehr durch die Fanbrille. Wir haben jetzt mal die Chance, einige Spiele in Folge zu punkten oder sogar zu gewinnen. Leverkusen, Mainz, Hoffenheim. Das können jetzt wirklich entscheidende Wochen sein. Glaube ich auch. Vor allen Dingen das Hoffenheim-Spiel. Ich glaube, das Hoffenheim-Spiel ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Mensch, das wäre doch nochmal was für eine Auswärtsfahrt. Das müssen wir gewinnen. Oder da dürfen wir nicht verlieren. Hoffenheim, ich habe Angst, dass die langsam in Form kommen. Und wenn die dann gegen uns spielen, sind wir dann wieder mal Aufbaugegner Nummer 1. Das ist doch immer so. Die Hertha kommt, alles gut, ihr kommt wieder langsam in Form. Wir sind Aufbaugegner Nummer 1. Aber das Hoffenheim-Spiel, da müssen wir liefern. Da müssen wir gewinnen. Gegen Leverkusen und Mainz wäre es gut, da aus diesem Block vielleicht 4 Punkte zu holen. Leverkusen, Mainz, Hoffenheim wären 4 Punkte super. Ich würde mich nicht beschweren bei 9 oder bei 6. Aber 4 Punkte ist, glaube ich, mindestens die Mindestanforderung. Na, wobei, 5 sollten schon sein. Aufbaugegner seit 1892. Es ist halt wirklich so. Ich sehe schon, Hoffenheim kommt zu uns und die gewinnen erstmal 3-0 und kommen wieder in Form und machen die größte Aufholjagd, die der deutsche Fußball jemals gesehen hat. HSV muss aufsteigen. Das Stadion, die Stadt, wir holen Punkte. Ja, also ich denke auch, HSV wird aufsteigen. Ich hoffe halt bloß nicht, dass Heidenheim aufsteigt. Ich hör mal vor, die spielen in der Bundesliga mit ihren 100 Auswärtsfahrern. Darauf hätte ich einfach überhaupt gar keinen Bock. Body Pump, willkommen zum Livestream. Ja, was geht ab? Wir sprechen nach dem Sieg, ey. Dieser Sieg hat so gut getan. Und wir talken einfach nur ein bisschen rund um Hertha und die Bundesliga. Jetzt muss ich mal ganz kurz kicken. Wo habe ich denn hier meine Statistiken? Das Spiel gegen Union war Pech für Hertha. War basically eine 60-40-Entscheidung. Glück für die Hertha. Hätte das Tor nicht gezählt, plus 11 Meter, plus rote Karte. Es ist halt wirklich so. Für mich war das eine Fehlentscheidung. Es war für mich eine Fehlentscheidung. Ich weiß nicht wo. Ich glaube, ich darf die Szene nicht nochmal zeigen und dann können wir das nicht nochmal analysieren. Aber Khedira ist dem Spieler so auf den Fuß getreten. Also, wow. Das war... Nein. Das war für mich ein klares Foul. Das war ein riesiges Foul. Die Mädchen der KSC steigt auf. Ich glaube nicht mehr diese Saison, aber nächste Saison. Wenn die vielleicht ihren Mikkel Kaufmann oder wie er heißt, ja, natürlich heißt der Mikkel Kaufmann, wenn die den halten können, dann wird es was für den KSC. Haben jetzt auch gewonnen gegen Regensburg. War ein super Spiel, hat mich gefreut. KSC erstmal raus aus dem Abschiedskampf. Zumindest erstmal befreit. Sandhausen in der Bulli wäre da super mit den krassen Fanbase. Wir haben schon RB Leipzig, da brauchen wir nicht noch Sandhausen. Ich denke aber, Sandhausen geht dieses Jahr runter. Sandhausen ist runter und Regensburg ist runter. Heißt, wenn wir absteigen, nicht so schlimm. Es gibt noch schöne Vereine in der zweiten Liga. Aber da kommt Elversberg und Wiesbaden hoch. Oh Gott, ist genauso schlimm. Also Elversberg, stell mal vor, nicht so nach Elversberg. Ey, vor allem der Ausstieg von Elversberg ist so gut wie sicher. Daran können wir nichts mehr ändern. Jetzt muss ich mal ganz kurz nach der Szene schauen. Elversberg muss hoch. Die haben halt, die sind genauso Schrott. Like da gelassen, Dankeschön. Also Elversberg, um Gottes Willen. So, nee, das hier ist falsch. Dann ist das da richtig. Auf Paderborn habe ich in der ersten Liga ebenfalls nicht wirklich Lust. Ja, ich hoffe Hamburg, Darmstadt und ja. Was war es denn eigentlich auch? Und Hoffenheim runter und dafür kann dann Paderborn hochkommen. Nee, wobei Paderborn ist scheiße. Kann ich irgendwie noch so Karlsruhe? Ja, das wird nicht passieren, glaube ich. Der El Plastico ist ja auch noch in der Bundesliga. Der El Plastico. Aber ich glaube, wie gesagt, Hoffenheim, ich hoffe, Hoffenheim geht runter. Dann würde ich auch gerne mal die Stadionauslastung bei Hoffenheim sehen. So. Machen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf. Vielleicht wird dieser Stream gesperrt, weil ich irgendwas Dummes zeige. Wobei, soll ich das Risiko eingehen? Mal gucken, ob ich noch eine andere Perspektive finde. Wo ich jetzt nichts gerade leake oder so. Ich würde am liebsten nur mit Fotos arbeiten. So. Hier. No risk, no fun.
Das meine ich hier. Ich meine diese Szene hier. Also, wenn man das hier mal anschaut, das ist für mich ein klares Foul. Also, wow. Hier muss man nur mal angucken. Der tritt da genau rauf. Also, Kempf spielt den Ball. Er spielt zwar auch den Ball, aber wow. Ist das lächerlich. Das Handspiel von Khedira war auch sehr geil. Ja, stimmt. Taylor, willkommen zum Livestream. Klares Foul, war damals so sauer, ja. Absolut. Hannover wäre sehr nah. Hannover steigt nicht auf. BTSV kann auch noch realistisch absteigen. Bitte, bitte, Braunschweig in die dritte Liga. Frische Haare, perfekt. Was sagen deine Potsdamer Studienkollegen zu deiner BSC-Leidenschaft? Das ist eine gute Frage. Was sagen sie dazu? Also, als ich im Stadion war und einer dabei war von Stude, hoffentlich. Also, sagen jetzt nichts Böse dazu. Aber selber Hertha-Fans ist kaum einer. Oh, ist er ein, zwei. Einer. Frische Haare, perfekt. Also, ja, die Haare, ach, ist doch scheißegal, wie ich aussehe. Denke, wenn das Tor danach nicht gefallen wäre, hätte der VAR Elfmeter gegeben. Also für mich war das eine Fehlentscheidung, verstehe ich nicht. Klarer Tritt auf Sprunggelenk, gelb, gelb, rot und der Khedira wäre weg und wir hätten das Spiel 2-1 gedreht. Genauso wäre es ausgegangen. Und deswegen ärgere ich mich so krass. Ich sehe es schon wieder kommen. Nächste Saison, erste Runde im Pokal wieder gegen BTSV. Außer Braunschweig ist 14. in der zweiten Liga. Dann sind sie selber im Profitop. Dann können wir nicht auf die gehen. Nicht voll, ich glaube nur an der Seite, deswegen gab es keine Elfmeter. Aber das reicht eigentlich trotzdem für einen Foul. Das muss eigentlich trotzdem für einen Foul reichen. Bist du denn auf der Uni Potsdam? Passend zu Potsdam? Ja. Gibt es noch eine andere in Potsdam? Wüsste ich gar nicht. Also deine Haare sehen sehr stramm aus. Also, man sieht, dass ich die ganze Zeit eigentlich eine Cap trage und deswegen passt da gar nichts mehr. Aber, na gut, ist halt egal. Braunschweig muss unter den besten 14 der zweiten Liga bleiben. Nicht aus Sympathie, sondern weil wir sonst wieder gegen Braunschweig spielen in der ersten Runde. Ja, dann meinetwegen auch, aber ganz im Ernst, ich würde noch einmal gegen Braunschweig spielen wollen, um die dann sowas von hochzunehmen. Einfach so. Ich kann Braunschweig. Also, wirklich, ich habe so Lust, Braunschweig einfach zu besiegen. Es hat einfach gut getan damals, also wow. Wirklich. Die haben uns jetzt zweimal im Pokal rausgekickt. Zweimal. Deine Haare steigern den Aktivitätsgrad nicht unerheblich. Ach, Attraktivitätsgrad. No more. Perfekt. Berlin Streetfishing, willkommen zum Livestream. Schicke Frisur, ja, das verbirgt sich unter der Cap, wenn ich mal keine Pep trage. Natürlich war das ein Elfmeter. Ja, wie gesagt, das war meiner Meinung nach ein Elfmeter. Ich glaube halt, wie gesagt, dass Brüch gar nicht die Perspektive gesehen hat, wenn er halt aus dem Spiel heraus entscheidet, ja, ist kein Elfmeter, weil Khedira Ball spielt, vollkommen in Ordnung, aber dann muss der VAR eingreifen und da auf Elfmeter entscheiden. Fand ich eine riesen Fehlentscheidung, fand ich, bah, lächerlich. Naja, gut, ist halt jetzt vorbei. Ist halt schade, dass halt wieder so eine 50-50-Entscheidung, wobei meiner Meinung nach 10-90-Entscheidung gegen uns gefällt wird. Ist halt bitter. Und wir hätten halt Safe Call dann dieses Derby geholt, da bin ich mir sicher, weil die Fans wären wieder da gewesen, alles wäre krass gewesen. Da war ich vor 2 Wochen da, bist du in diesem schönen Gebäude mit den Säulen? Ich glaube Uni Potsdam. Der Uni Potsdam ist ist auf 3 Campus aufgeteilt und du warst wahrscheinlich beim Hauptcampus, wo ich noch nie war. Ich war noch nicht einmal auf diesem Hauptcampus. Da bei Park Sankt Cecilia oder wie das Ding da ist. Ich glaube nicht. Klar, ich bin immer in so einem anderen Gebiet da. Ich bin einfach in einem Dorf neben Potsdam studiert. Ich muss mir das vorstellen. Ist komplett lost. Oder bei Griebnitzsee. Ganz komisch. Uni ist jetzt sowieso erstmal für ein paar Monate nicht Thema. Oder, ach scheiße, es geht doch schon wieder in 2 Monaten los. Ja. Freuen wir uns ja schon alle sehr drauf. Aber die Zeit jetzt zwischen der Uni, da ich ja gerade Semesterferien habe, die werden genutzt, um zu streamen, um Videos zu machen und um öfters ins Stadion zu gehen. Hör auf die Hater, mach dir was draus. Perfekt. Aber, naja, was studierst du? Ich studiere momentan Lehramt auf Informatik und WAT, wobei ich wahrscheinlich noch einfach ändern werde.
weil mir einfach nicht so zusagt, weil ich mir da was anderes vorgestellt habe. Müsste keine Hausarbeit schreiben, ich bin jetzt im ersten Semester. Also nein. Können machen wahrscheinlich andere im ersten Semester schon, aber meine Module momentan nicht. Der Elfer bei Union gegen Ajax, auch so lächerlich eigentlich, weil das Handspiel gegen uns in Leverkusen viel klarer gewesen wäre. Ja, wenn er da Handspiel gibt, dann muss er halt auch gegen Leverkusen Handspiel geben. Aber naja. Mehr war es auch nicht. Es gibt auch noch zwei andere. Uns wurde erzählt von den Unibars, wo sich die meisten kennenlernen. Wo sich die meisten kennenlernen? Unibars? Ja, gut, okay. Merkt man schon, dass ich nicht so intus bin, was das angeht. Was machst du denn sonst noch so in deinem Semesterferien? Gute Frage. Es gibt einen ganz kurzen Mini-Urlaub in London und das war es dann eigentlich auch. Ansonsten werde ich hier sitzen und Fußballspiele anschauen. Mehr wird nicht passieren. Der Hauptcampus ist aber wirklich schön. Ich bin in den Dreiecken gesprungen. Ja, Potsdam ist echt eine schöne Stadt zum Studieren. Aber ist auch sehr kompliziert, weil ich jeden Tag pendeln muss und deswegen bin ich nicht jeden Tag da. Das Leverkusen-Ding war auch die krasseste Fehlentscheidung, die ich je gesehen habe. Viel klarer als damals ging es nicht. Ja, und dann stellt sich dieser Schiedsrichter namens Matthias Jöllenbeck hin. Also er stellt sich da hin und sagt, ja, so ein... Nee, was hat er gesagt? Was hat er nochmal gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß sein Wortlaut nicht mehr. Er hat sich auf jeden Fall gerechtfertigt dazu. In London auch zum Fußball. Ein Spiel. Aber nicht von irgendwie Arsenal oder Chelsea, sondern von Watford, weil im Zeitraum nur Watford spielt, weil ich von Montag bis Mittwoch da bin. Überlege auch dorthin zu gehen, müsste aber eine Stunde hin und her fahren. Ja, das ist schon krass. War einmal in der Uni Potsdam, alle sahen so krass deprimiert aus. Ja, manche sind da auch wirklich, also wow. Also ich war bisher noch nicht einer der Deprimierten. Aber in London bin ich bei einem Fußballspiel. Mal gucken, ob es ein Stadionblock gehen wird, aber ich glaube nicht. Stadionblock zu einem England-Spiel, wo noch nicht mal Stimmung ist. Ich glaube nicht, dass es jemanden interessiert. Aber mal gucken, was kommen wird. Ansonsten muss ich mal schauen. Stadionblocks kommen jetzt sowieso. Na gut, zum Leverkusen-Spiel wird kein Stadionblock kommen, weil die ja schon wieder an einem Sonntag spielen müssen. Wenn die noch einmal an einem Sonntag spielen, wow. Ansonsten zu Hoffenheim, ob ich da hinfahre, müsste halt sehr schnell gehen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Mal gucken. Es gibt einfach gefühlt 10 Profivereine in London. Ja, das ist halt wirklich. Es gibt Fulham, es gibt Chelsea, es gibt Arsenal, es gibt Watford, es gibt andere Vereine, die mir gerade nicht einfallen. Aber nun gut, es ist auch eine Stadt, in der 8 Millionen Leute gucken. Sind. Leben. Oh Gott. So, guckst du Ibos Stadionblog? Ich habe auf jeden Fall mal ein paar Stadionblogs von Ibo gesehen. Vor allen Dingen, also die Dinger, wo er bei Hertha irgendwo ist, die schaue ich mir auf jeden Fall an. Bei mir waren alle richtig motiviert. Die waren alle in der Kantine und irgendwie kannte jeder jeden und die sahen so richtig aus wie die Standardstudenten im Film. Ja, so würde ich mir auch die Uni vorstellen. Sehen halt so aus wie die Standardstudenten im Film. Kann man erkennen. 10 Vereine und Null Stimmung, absolut. Dennis, danke schön für den Abo. Man muss halt sagen, die englischen Vereine, die Stimmung, und das ist halt so ein Ding, will ich da im Stadion sitzen, Stadionblock machen, wenn die Fans da sitzen? Will ich da über einen Stadionblock machen, wenn die da sitzen und nichts tun? Mal gucken. Ich glaube aber eher nicht. Interessiert halt auch keinen. Wen juckt denn zweite englische Liga? Gegen Birmingham City. Oh Gott, oh Gott. Kennst du Huaya, das rettet immer meine Schulzeit. Ist das Fußballding, wo man diese einzelnen Fußballer anhand deren Vereines und der Nationalität und der Position erraten muss? Ich glaube schon, ne? Das ist halt so ein Ding. Ah ja, genau, okay, perfekt. Ja, das stimmt. Ja gut, früher mal, jetzt glaube ich nicht mehr so häufig. Wann spielt Man City Donnerstag? Die spielen am Donnerstag? Kann man gucken, wenn Man City das nächste Mal spielt. Ich weiß es nämlich nicht. Manchester City spielt auf jeden Fall in 50 Minuten gegen Bristol City. Joa. Ansonsten spielen die Samstag. Boah, ich muss aufpassen, dass hier keine schlechte Musik reinkommt. Hört man überhaupt Musik heute im Livestream? Machen wir mal einen Ticken lauter.
Naja. BVB, der Kölner Dom. Mit Werder in Bremen. Wappen. Schreibt BVB. Wem findest du besser? Felicio oder Flo von Schräglage? Ich möchte mich da nicht entscheiden. Beide sind echt klasse. Also Strickloge, geile Talks. Felicio, unglaublich sympathisch. Ja, braucht man sich nicht entscheiden. Man muss allgemein sagen, die YouTube-Szene bei Hertha, die einfach plötzlich entstanden ist, ist schon eine coole Sache. Wenn man mal so überlegt, gibt es die YouTuber über Union, die jeden Tag über Union sprechen und die Schmerzen ertragen? Nee, gibt's nicht. Das ist schon ganz cool. So, muss ich mal hier schauen. Heute ist ja Dienstag. Puh, das Leverkusen-Spiel. Das steht jetzt bald an, aber ich muss hier wirklich mal schauen, dass die mal langsam hier rausbringen, die nächsten Terminierungen. Die DFL muss jetzt dringend die nächsten Spiele terminieren. Der nächste Spieltag ist halt noch angesetzt. Der übernächste, also die Spiele spielen die heute. Ja, Man City spielt heute in 50 Minuten gegen Bristol. Ja, wie gesagt, also der Spieltag gegen Mainz ist noch terminiert und dann halt ist der nächste Spieltag auch noch terminiert gegen Hoffenheim und dann am 1.4. weiß ja keiner mehr, wo er hin will. Da wäre halt das Freiburg-Spiel. Das würde halt safe auf den Sonntag fallen. Ich verabschiede mich dann aus dem Chat und bin nur noch als stiller Zuschauer dabei. Okay, coole Sache. Trotzdem. Wie gesagt, ab 1.4. Es wäre eine Überlegung, nach Freiburg zu fahren, aber Freiburg wird tatsächlich Safe Call auf einen Sonntag fallen. Also da bin ich mir sicher. Und so, wie weit weg ist Freiburg? 600 Kilometer? Ach, wahrscheinlich noch ein Ticken mehr. Es ist ja an der französischen Grenze. Das dauert da Ewigkeiten. Also, wow. Allen noch einen schönen Abend, all die nach Leverkusen fahren, gibt alles. Absolut. Ich habe Respekt vor jedem Auswärtsfahrer. Ja, aber auch Stadionblock ist auch vor dem Stadion und in der Stadt und der Weg dahin. Ja, ich habe tatsächlich meine Stadionblocks eher selten so gestaltet, mit Weg zum Stadion, vor dem Stadion. Meistens vergesse ich das einfach dann schon Aufnahme zu machen und der Weg zum Olympiastadion ist bei mir nicht spannend genug. Da passiert nicht viel. Naja, mal gucken. Gegen Mainz müssen wir auf Lee und Ajok aufpassen. Gerade bei Jörg, der war bei uns im Gespräch, hat mich so geärgert, dass der zu Mainz gegangen ist. Ja, absolut. Also wenn man hier mal schaut, guck mal, Freiburg, wie weit weg das ist. Freiburg ist da unten, Freiburg und da oben. Also wow, wow. Wenn das auf den Sonntag fällt, am besten Sonntag 17:30 Uhr. Dann kommen da so 1000 Auswärtsfans. Und das ist trotzdem noch ein guter Wert. Wir waren mal mit 1400 an einem Dienstag, nee, an einem Mittwoch in Stuttgart. Das war auch so ein guter Wert. Aber das ist ja hier nochmal weiter weg. Also da wirst du nicht hinkommen. Vor allen Dingen dann die nächsten. Wo ist das hin? Ah, das ist weg. Scheiße. Einmal durch ganz Deutschland. Das ist ja wirklich einmal durch ganz Deutschland. Durch Leipzig. Wäre es ein bisschen. Ja. Durch den. Wie heißt das? Thüringer Wald. Dann weiter. Durch ganz Süddeutschland. Ja. Und dann halt mitten in den Schwarzwald rein. Also, wow. Das an einem Sonntag. Na, herzlichen Glückwunsch, da freuen wir uns ja alle. Also, ich denke mal, es wird ein Sonntag. Vielleicht wird es ein Samstag, ich hoffe, es wird ein Samstag. Weil so etwas so mitten in den Semesterferien wäre halt schon eine geile Sache. Ah, weiter geht es ja kaum. Ja, stimmt, es geht nicht weiter. Es ist, glaube ich, die weiteste Auswärtsfahrt für uns aus Berlin. Weil wir müssen von ganz rechts außen nach ganz links außen. Aber, naja. Mal gucken. Was erreicht mich hier gerade für eine Nachricht auf Instagram? Was ist denn das? Was ist denn das? Schaut euch mal die Story von Theoman Gündisch an. Auf Instagram. Warte, ich mach ganz kurz weg. Theoman Gündisch repostet einfach in seiner Story Stories von anderen, die darüber schreiben, dass Gündisch wechselt. Na, der Mann hat ja richtig Bock auf uns. Mega Gerangel im Theoman Gündisch, verliert Hertha BSC das nächste Supertalent ablösefrei, der repostet ist. Okay, normalerweise halten eigentlich Spieler, was Wechselgerüchte angeht,
ihre Klappe. Gut. Er jetzt nicht. Wobei, er hat da nichts gesagt dazu, ja. Ich glaube, er hat keinen Bock auf uns. Also so wie das wirkt, er hat keinen Bock auf uns. Vor 3 Stunden. Osan Gaming TV, willkommen zum Livestream. Nitro Berlin, willkommen zum Livestream. Warum repostet er das? Warum ist er nicht einfach still? Warum muss er das jetzt in eine Story packen? Hä? Ich verstehe es nicht. Warum postet er das in seiner Story? Habe ich auch schon gesehen. Was ist denn das, Alter? Wen will er denn verarschen? Vor allem, was ist denn das auch für eine Story von dem? Dass der das, dass er ihn markiert mit so einem Feuer-Emote und dann repostet. Ja, gut, das heißt schon mal nichts Gutes. Gut, verabschieden wir uns von Theoman Gündüz. Das war's. Warum repostet er das? Was soll denn das? Genauso wie Gautier Hein, als er so am Olympiastadion so ein Winkel-Emoji gepostet hat. Ja, gut. Also können wir loslassen. Das ist nix. Vor allem hier vom Berliner Kurier. Mega Gerangel um Theoman Gündüz. Verliert Hertha BSC das nächste Supertalent ablösefrei. Berliner Kurier. Ja, gut, das können wir loslassen. Ich glaube, Gündüz. Das zeigt so ein bisschen in der Richtung, in die es geht. Ja. Gut, wenn wir ihn verlieren, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Ist nicht schlimm. Es ist ja trotzdem ein bisschen ehrenlos ist es trotzdem. Ja. Gut. Ich weiß halt nicht. So. Es ist halt eben schade. War nicht am Donnerstag der neue Notartermin von Winters, 777. Ja, mal gucken, was daraus wird. Ich denke mal, die nächsten Tage gibt es da ein paar News. Aber ich bin mal gespannt, was allgemein aus der ganzen Situation ist. Also bisher kam auch jetzt von meinen Journalisten des Vertrauens noch keine neuen News dazu. Das ist halt einfach wahrscheinlich noch nichts durchgesickert. Weil wir werden jetzt auch nicht sofort die Medien informieren, nachdem da irgendwas angekommen ist. Aber ganz im Ernst, Digga, was jetzt unsere Talente angeht, um jetzt darauf nochmal zurückzukommen. So, wir haben zum Beispiel, was haben wir? Wir haben jetzt zum Beispiel Lazarus Samardzic, Luka Netz, beide verloren. Theoman Gündüz wäre der Nächste. Also, wow. Wenn ich in der Hertha-Jugend spielen würde, dann hätte ich niemals Bock auf irgendeinen englischen Club. Jetzt ist aber die Frage, warum? Weil wir einfach diesem Verein so wirklich in unser Herzen geschlossen haben. Weil ich auch nicht, wenn ich in der Jugend spielen würde. Na gut, ich bin zu schlecht dafür. Ich bin wirklich zu schlecht dafür. Ich spiele noch nicht mal Fußball. Aber nur rein theoretisch, wenn ich das tun würde, dann hätte ich doch auch keine Lust, irgendwo anders hinzuwechseln. Ich weiß ja bloß nicht, wie es bei denen ist. Wenn man die Möglichkeit hat, als Berliner und als Hertha-Fan für Hertha BSC zu spielen oder in der Premier League für Southampton, wenn überhaupt, weiß ich nicht, wofür ich mich entscheide. Ich würde mich für Hertha entscheiden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es Real Talk einfach nicht. Also, und das dann in der Story zu posten, weiß ich nicht, muss nicht sein. Wirkt jetzt so wie ein bisschen wie ein Nachtritt, aber es kann nicht sein. Das ist auch das nächste, was wir vor allen Dingen ablösefrei verlieren. Und es liegt ja auch nicht an Weber und Zecke. Weber und Zecke, genau, die sind doch eigentlich, die waren jahrelang in der Jugend dabei. Die haben die Jugend aufgebaut. Wow. Hätte man einfach alles hintergehalten, wenn man richtig gut für die Zukunft aufgestellt wird, vor allem finanziell. Gut, aber wenn die Talente wie Luka Netz oder Lazar nicht wollen, dann können wir auch nichts tun. Lucky und Luca, die sind ja nach dem großen Geld gegangen. Bei Gladbach und bei Leipzig gab es mehr Kohle, deswegen sind die beiden da gegangen. Also glaube ich zumindest, und das war auch so. Natürlich geben die das nicht zu. Die dachten, also Luka Netz ja so, bei Gladbach werde ich super viel Spielzeit sammeln, die ich bei Hertha nicht gekriegt hätte. Ein Scheißdreck, Digga. Bei Gladbach, da spielst du gegen Benzebaini, bei uns gegen Plattenhardt, der nichts kann, und gegen Mittelstädt, der nichts kann. Luka konnte bei Hertha fast nicht spielen, aber er hätte bei uns sicherlich gespielt. Er ist unser frühester Torschütze. Und bei Gladbach spielt er momentan nicht. Bei uns wäre die Perspektive einfach auch langfristig viel, viel besser gewesen. Also da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass der bei Gladbach viel mehr Spielzeit gesammelt hat als bei uns, wenn er hier gewesen hätte. Beziehungsweise wenn er hier gewesen wäre. Luka Netz. Luka hat bei Gladbach gleich viel mehr gespielt.
Ja, aber er war ja da auch schon weiter, als er da hingewechselt ist. Er hat in der aktuellen Saison, hat er 9 Spielen von 22 gemacht und hat davon viele Spiele, 1 Minute, 1 Minute, 2 Minuten, 7 Minuten, 19 Minuten, 16 Minuten, hat zweimal 90 Minuten gespielt. Ansonsten ohne Einsatz im Kader. Ja, weiß ich nicht, ob der so viel mehr hier in Gladbach gespielt hätte. Sicherlich, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen sauer. Und dass er bei Gladbach gleich viel mehr gespielt hätte, wenn wir uns jetzt mal die letzte Saison angucken, liegt auch vor allen Dingen dran, naja, die Saison hat er echt viel gespielt, wenn man hier mal schaut, dass er ja bei uns in dieser Saison, Saison 2021, wo er noch für Hertha war, hier ist er ja erst zum Profi herangereift. Und wenn man hier mal die Zeit schaut, wo er nicht verletzt war, dann hat er ja auch jedes Spiel auch mindestens mitgespielt. Denn dort war er ja noch mal ein Jahr jünger. Also ich glaube, bei uns hätte er auch so viel spielen können, wenn er nicht gewechselt wäre. Er hatte ja hier seinen Mittelfußbruch. Er war ja verletzt. Und ansonsten ist er ja hier erst zum Profi herangereist. Hier war er 17. Also, so, weiß ich nicht. Ich denke mal, bei uns hätte er sicherlich auch so viel gespielt. Bei uns war er halt einfach eben auch verletzt. Und hier in Gladbach, wenn man hier mal schaut, er hat halt eben gespielt. Weil er halt eben, das hätte er bei uns sicherlich auch, da bin ich mir sogar fast sicher. Ob er hier so viel mehr gespielt hätte, naja, gut. Es ist halt eben auch erst, keine Ahnung, kann man eh nicht herausfinden, ist halt jetzt eh die Diskussion. Also keiner von uns weiß es, weil keiner von uns weiß, wie er allgemein bei uns, ja, gespielt hätte. Ist halt so. Ist halt eben so. Ja, ich muss mal nur mal gucken. Ich muss mir nachher noch, das muss ich ganz, 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 ganz wichtig machen, noch das Ticket für Hertha 2 kaufen für Freitag. Denn es gibt bereits auch Tickets für Hertha 2. Das muss ich nachher noch machen. Ich möchte eigentlich kein Geld ausgeben. Na egal. Die Tickets für Hertha 2 ohne Ankündigung, die sind jetzt im Shop. Gegen BFC Dynamo geht's am Freitag. Warte mal, welcher Tag ist denn bitte? Was ist der 3.3.? Ist das schon diesen Freitag? Steht das hier irgendwo? Ja, ne? Muss ja diesen Freitag sein. Oh, hier ist so viel leer. Gibt es hier irgendwie was Günstiges? Ja, mal gucken. Kümmere ich mich nachher drum. Nur der BVB, willkommen zum Livestream. Schön, dass du dabei bist. Na, kümmern wir uns nachher drum. Na, einmal ganz kurz noch die Frage, wie teuer ist Hoffenheim? Sind das 31 Euro, Digga? Wer hat euch denn gefickt? Also, wow. Na, lieber Stehplätze für 14 Euro. Naja. Mal gucken. Achso, jetzt habe ich das falsche Bild. So, jetzt passt. Ja, ich muss mir echt mal schauen. Das Spiel gegen den BFC Dynamo. Oder halt eben... mal gucken. Was ist dein Tipp? Ich tippe... Für was jetzt? Für das nächste Spiel gegen Hertha gegen Leverkusen. Leverkusen gegen Hertha, Entschuldigung, ist ein Auswärtsspiel. Tippe ich ein 1:1. Aber, ich glaube, die meisten anderen Spiele wahrscheinlich, oder? Leverkusen, okay, 1:2. Ich wollte auch in einem Freitag, aber alleine weiß ich nicht. Ich muss mal schauen. Also, BFC Dynamo möchte ich eigentlich nicht verpassen. Gegen Hoppenheim muss man unbedingt gewinnen. Ja, gegen Hoppenheim muss man gewinnen. Hoppelheim, Entschuldigung. Ich muss ja hier mal schauen, welchen Platz ich hier auch auswähle. Muss ich mich noch absprechen. Ich hoffe, gegen Mainz mindestens 50.000 Leute. Boah, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht gegen Mainz. Ich glaube, Mainz wird richtig, richtig leer. Wir haben jetzt zwar 2 Heimspiele gewonnen, aber die Tickets sind wieder teuer. Hab vorhin was auf der Anti-Union-Seite gelesen. BFC Dynamo und Hertha sind die einzigen guten Vereine in Berlin. BFC Dynamo. Das gefällt mir schon wieder gut. Die Tickets, guckt euch diese Preise an. 40 Euro
Hier sogar 60, oder? Nee, 50. Oh Gottes Willen. Das bezahlt doch keiner. Das bezahlt doch kein Mensch. 40 Euro. Habe ich schon 3 Tickets geholt für meins. Ich habe mir auch schon 2 geholt. Gibt es eigentlich wieder Kids for free? Ja, ne? Wahrscheinlich schon, ne? Gucken wir mal. Ansonsten. Holt eure. Ja, hier gibt es wieder Kids for free. Ich glaube, wie gesagt, das wird leer. Ich habe das Gefühl, das wird richtig, richtig leer. Boah, bitte belehrt mich eines Besseren und machen wir die Bude voll. Der Oberring Ostkurve ist schon mal fast ausverkauft. Habe ich schon meine 2 Tickets? Ja, ne? Ansonsten haben wir hier 30 Euro. Das ist halt eben teuer. Gegen Augsburg waren 9 Euro Tickets und 25. Also das war schon ein bisschen günstiger. War zwar natürlich auch eine Sonder-Extra-Extra-Aktion, aber naja. Es wird halt eben wieder mal leer, da bin ich mir fast schon sicher. Aber machen wir die Bude voll, gucken wir, dass wir vielleicht 45.000, sollten so mindestens das Ziel sein. Ich meine, wir machen unseren Zuschauerschnitt auch schon ein bisschen runter. Das tut weh. Versuche halt 2 Freunde von mir von Hertha zu überzeugen, da muss halt ein Sieg her und gute Stimmung. Ja, habe ich auch versucht und das habe ich beim Union-Spiel versucht. Am Ende des Lieds, keine Ultras waren da und wir haben 2:0 verloren. War super das Spiel. War der Block leer gegen Augsburg? Also ich muss sagen, gegen Augsburg, da waren 40.000 da. Ich fand aber eben trotzdem, dass da viel mehr möglich gewesen wäre. Hinter mir der Block war zum Beispiel komplett leer. Also ich saß gegen Augsburg wirklich an einem normalen Spot und zwar zwischen 4 und 3. Ich war da bei 34. Und hier war alles leer. Hier war alles leer. Nix. Und ich verstehe auch nicht, warum bieten hier nicht Tickets an? Scheiß auf sich, Behinderung. Weil es wollen sicherlich mehr in die Oberring-Ostkurve. Hab jetzt 16 Euro für Familienblock bezahlt. Eigentlich okay. Ich muss leider auf den Block ausweichen wegen der OP am Donnerstag. Damit kann ich leider nicht in die Ostkurve. Ja, dann sage ich schon mal gute Besserung. Wobei, sagt man das nach einer OP? Ich weiß es nicht. Aber hier sind noch einige Freitickets. Oh, Gott sei Dank habe ich vorhin geholt. Ansonsten müsste ich jetzt. Na gut, hier wären noch ein paar übrig gewesen. Aber die 2+1 Aktion finde ich auch so ein bisschen mau. Also wenn man jetzt hier mal 2+1, finde ich ein bisschen mau. 16 Euro ist okay, ja. Auf der Website stand bei mir Blog ausverkauft, aber war in Wirklichkeit alles leer. 2+1 Aktion finde ich jetzt so, ja. Gut. Naja. Ging auch so, war die Stimmung so geil, vor allem gegen Ende und dann auch noch in der S-Bahn. Ja, die Stimmung in der S-Bahn. Die ganze Zeit dieser Typ bei mir in der S-Bahn. Der Typ bei mir in der S-Bahn, die ganze Zeit so, hört auf zu springen, wir fahren nicht los. Und dann sind wir losgefahren nach 20 Minuten. Und dann hat er nochmal gesagt, hört auf zu springen und alle haben angefangen zu springen. Und irgend so eine Frau, die da halt saß, weil die halt aus Spandau kam, weil wir mit dem Zug nach Erkner gefahren sind. Das heißt, der Zug, der ohnehin immer fährt, ist dann weinend ausgestiegen, weil die Angst hatte oder so. Keine Ahnung. War lustig wieder. Findest du es komisch, allein ins Stadion zu gehen? Naja, manchmal geht's halt nicht anders. So. Bei mir sind nicht alle Hertha-Fans und ich krieg nie immer alle überzeugt, irgendjemanden mitzunehmen. Also geht manchmal nicht anders, ist dann auch nicht komisch, ist dann halt so. Oder bei mir war es auch mal so, irgendein Typ hat verschlafen. Also kommt schon mal alles vor. Aber niemals verpasse ich das Stadion deswegen. Ist aber nicht komisch, weil juckt doch eh keinen. Wie geil, bei uns hat auch die ganze S-Bahn gewackelt. Ja, absolut. Die Zugführer sind mir auch immer das größte Rätsel. Absolut. Also, die Leute. Also, wow. Dann ist er mitten auf der Strecke irgendwo zwischen Olympiastadion und Heerstraße angehalten und man hört nur, hören Sie auf zu hüpfen oder wir fahren zurück und setzen zurück und Sie können alle aussteigen. Also, ja. Das war schon ganz geil. Also die S-Bahn, das sind auch immer die geilsten Sachen am Stadion, das macht am meisten Spaß. Einfach pennt, wie geht das? Das war mal ein 13 Uhr Spiel, also, nee, es war ein 15:30 Spiel. Und wenn es halt wieder irgendwo anders ist, dann geht es halt nicht anders. Verpennt bei einem Stadionbesuch, ja. Ich hab auch mal, also,
Ich habe aber auch mal fast ein Hertha-Spiel verschlafen. Bin dann so zur 10. Minute aufgewacht. Aber es war ganz, ganz schlimm. Habt ihr das ist Berlin YouTube-Video gesehen, wo die Verkleidung von der S-Bahn zerstört war? Nee, das habe ich nicht gesehen. Aber die S-Bahn nach dem Spiel, man muss ja sagen, vom Olympiastadion kommt man noch relativ gut weg. Da gibt es deutlich schlimmere Stadien. Zum Beispiel Werder Bremen. Um Gottes Willen. Ja gut, aber man muss halt eben schauen, wenn da so 500, wenn da auf einmal sich so 1000 Hertha-Fans oder noch mehr in die S-Bahn reinquetschen, dann kriegen die Leute, die einfach nur von Spandau in die Innenstadt wollen, die kriegen dann mal einen Schock. Also es ist immer gut, geil zu beobachten. Ja. Meine Rückfahrt aus Leipzig war auch geil. Das erste Mal, ich fühlte so 100 in einem Regio-Abteil. Danach hatten sich die Hälfte geguckt, geballert und dann aus dem Regio gerauft und die Türen zugeklebt. Ich musste in der Rückfahrt auch aus Leipzig, war bei mir, es war auch mit einem Regio zuerst nach Dessau und dann von Dessau nach Berlin. Auch übrigens super, der Regio in Dessau ist in Potsdam gehalten, aber nicht in dem Potsdam, wo ich eigentlich hin wollte. War klasse, aber da musste ich halt nach Berlin mit dem Regio, der nach Dessau kam. Der aus Dessau kam. Und dann dieser Regio zwischen Leipzig und Dessau. Der war so klein. Und es war der letzte Zug, der gefahren ist. Das war so schlimm. Also es war unglaublich. Zum Schluss wurden wir irgendwo in Berlin rausgelassen und mussten sehen, wie wir nach Hause kommen. Ich glaube, der war es im gleichen, ne? Ich glaube, das war der gleiche. Regio, Zoologischer Garten, wir wurden alle rausgeschmissen. Jetzt, genau, der nach Dessau, den war ich auch. Also stimmt, alle Hertha-Fans wurden beim Zoologischen Garten rausgeschmissen. Das weiß ich noch, nach der Leipzig-Auswärtsfahrt. Vor allem keiner hat was getan. Wir waren still. Wir waren wirklich still. Sorry, dass du gerade gesperrt wurdest. Aber wir wurden rausgeschmissen aus dem Zoologischen Garten. Keiner wusste, was abgeht. Ich weiß noch, weil wir so sauer... Nee, was waren wir? Wir haben aus dem Zug rausgepilbelt. Wann geht's denn endlich weiter? Wir wollen nach Hause. Mann, und ich musste dann noch am Zoologischen Garten 2 Stunden warten. Irgendwo im tiefsten Osten Hertha-Fans rauslassen. Also das war wirklich... Weil auch keiner... So, die S-Bahn sind dann unregelmäßig gefahren. Was haben wir gemacht? Wir mussten uns dann irgendwo im Zoologischen Garten hinsetzen und ich musste 2 Stunden warten auf meinen Zug. Es war eine schlimme Auswärtsfahrt, eine richtig schlimme Auswärtsfahrt. Vor allen Dingen, weil dieser Zug nach Dessau, von Leipzig nach Dessau, der war so voll, wir konnten nicht mehr atmen. Der war so unglaublich voll. Wow. Haben mit der Zugführung gesprochen und die hat uns in die erste Klasse gelassen, die war mies entspannt. Wow. Das Einzige, was wir bekommen hatten, war ein Sitz direkt an der Tür. Aber wir waren auch so fertig nach der Fahrt. Wow. Ich verstehe nicht, warum die sagen von Hertha, wir müssen unsere Hände bauen und jetzt verlassen und zwei Talente wahrscheinlich könnte ausrasten vor Wut. Ja, also wir müssen abwarten, ob die uns verlassen. Bei Thielmann Gündüz macht mich das trotzdem ein bisschen sauer mit seiner Instagram-Story. Also, wow. Meinung zu Saint-Maximinien. Ist ein geiler Kicker. Ich kannte ihn schon damals, als er für Hannover gespielt hat. Und es ist ein richtig geiler Typ, also ganz klar. Der Mann hat Potenzial. Ist jetzt, glaube ich, auch bei Newcastle. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir vom gleichen sprechen. Maximin. Der ist bei Newcastle. Auch an sich richtig krass. Ja, gut, ich verfolge die Premier League nicht so krass. Also, ist ein hoffentlich geiler Typ. Warum fährt man nicht mit Auto? Weil ich habe keinen Führerschein. Vielleicht deswegen. Und ich habe auch kein Auto und der Sprit wäre mir auch zu wertvoll. Aber ansonsten, ich war ganz vorne. Wir waren irgendwo in der Mitte bei diesem Zug. Wir haben uns an die Tür gesetzt. Da saßen wir so an der Tür. Und jetzt ist die ganze Zeit diese Tür aufgegangen. Die meinten auch im Zoologischen Garten, dass alle Hertha-Fans aussteigen mussten und der Rest durfte weiter. Ja, das war's. Alle Hertha-Fans mussten raus und dabei haben wir nichts getan. Wir haben nichts getan. Wir waren einfach nur komplett fertig. Weil das war so schlimm. Das war... Allgemein da auch an diesem Leipziger Hauptbahnhof. Wir hätten überlegt, was wir machen. Wir hatten überlegt, entweder fahren wir jetzt schwarz mit dem ICE oder wir nehmen halt eben diese beiden Züge. Wir haben uns dann entschieden, diese beiden Züge zu nehmen. Wir hätten einfach schwarz fahren sollen mit dem ICE. Es wäre keinem aufgefallen. Wir wären alle schön noch vor 0 Uhr zu Hause gewesen. Wäre ein toller Tag gewesen. Und ja,
Also oder mit Taxi fahren. Taxi ist zu teuer. Taxi, da bezahlst du von Leipzig nach Berlin, da bezahlst du 500 Euro. Nein, noch nicht mal, da bezahlst du 1000. Alter, bezahlst du 500. Diese Rolltreppe in Leipzig war aber auch unendlich. Absolut. Also diese Auswärtsfahrt geht aber auch als eine richtig geile Auswärtsfahrt in Erinnerung ein. Es war richtig cool. Vor allen Dingen auch, weil so viele Zuschauer da waren von mir. Auf einmal im Stadion. Boah, das war auch richtig krass. Also, auch irgendwann, ein Kollege, mit dem ich unterwegs war, der ist auch einmal einfach weg gewesen. Der war auch nie wieder da. Ich habe ihn auch nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ob er es nach Hause geschafft hat. Aber beim nächsten Spieltag war er dann wieder da. Wenn man in einer Stadt wohnt, dann braucht man auch kein Auto. Ja, das stimmt. Aber ich wohne eigentlich nicht in einer Stadt. Also fast. Eigentlich bräuchte ich nicht ein Auto. Aber später. Später, sehr viel später. Können wir uns das mit dem Auto beschäftigen. Und er hatte so Dosen, dann wurde der Ethiker gesperrt von der Polizei und wir haben nirgendwo mehr was bekommen. Alles stimmt, das war auch schlimm. Das war auch schlimm. Vor allem dieser Zug nach Dessau, ich stand schon, du glaubst es mir nicht, der ist eine Stunde vorher schon gefahren. Und ich wollte da einsteigen, eine Stunde vorher. Und das ging nicht, weil der Zug so voll war. Und ich dachte, gut, du kommst heute Abend nicht mehr nach Hause. Und das war auch fast so. Ich weiß nicht, ich habe wirklich gesagt zu den Leute, mit denen ich dann unterwegs war, wir müssen uns durchquetschen. Das wird eine Katastrophe. Und das war auch eine Katastrophe. Das war ganz, ganz schlimm. Und dann wollten noch Leute mit Koffern rein. Und dann standen wir da. Nee, ihr könnt nicht rein. Das geht nicht. Der Zug ist voll. Und da waren wir bei irgendeinem Dorf irgendwo nix. Das war echt schlimm. Die Abreise von Leipzig war eine Katastrophe. Und da mussten diese Kofferleute einfach draußen bleiben. Dann haben wir die einfach nicht reingelassen. Weil es ging einfach nicht. Bist du ein Dorfkind? Eigentlich nicht. Nein, nein, nein. Ich bin kein Dorfkind. Würde ich nicht sagen. Dazu trinke ich keinen Alkohol. Und das ist eigentlich ein Argument für Dorfkinder. Aber, ja. Ich könnte hier wirklich stundenlang über die Auswärtsfahrten reden, die ich dieses Jahr gemacht habe, weil die schon echt, echt geil waren. War lustig, das Einzige, was genervt hat, war, dass manche drin geraucht haben. Das war eher los. Ja gut, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, ich war glaube ich bei so einem Familienabteil. Ich saß bei Leipzig-Fans auch die ganze Zeit so. Habe ich so die ganze Zeit unterhalten über Fußball. In Leipzig war mit seiner Familie nicht schlimm. Auch alles schillig gewesen. Wenn du in Leipzig bist, dann brauchst du auch keine Angst haben, dass dich irgendwelche Leute verprügeln. Auch allgemein, glaube ich, ist das ganz geil. So. Okay. Ich könnte mich wirklich stundenlang unterhalten über meine Auswärtsfahrten. Über Bremen Auswärtsfahrt. War genau so ein Ding. Mit einem ICE um 2 Uhr nachts irgendwo zurückkehren und dann um 4 Uhr nachts oder nee, so 6 Uhr, halb 6 hier zu Hause ankommen. Ist halt auch so ein Ding und das zeigt dann eigentlich, dass Auswärtsfahrten richtig, richtig geil sind. Aber, Digga, ich hab bei mir, also, dann hau raus die Stories. Ich hab die schon so oft erzählt, ich glaube, das ist schon langweilig. Außer kurz bevor die Bahn losgefahren ist, da gab es doch eine Schlägerei, glaube ich. Ja, da gab es eine Schlägerei, da hat ein Hertha-Fan so einen Bierkasten, der hat einen vollen Bierkasten, bam, den einen Leipzig-Fan über den Kopf gescheppert. Tizi Army Tizi, willkommen zum Livestream. Also wirklich diesen vollen Bierkasten genommen und den wirklich, ich weiß nicht, woher er die Kraft hatte, diesen Kasten zu tragen, aber komplett über den Kopf gescheppert einmal. Was glaubst du, wie viel mitkommt nach Leverkusen? Ich glaube 1500 bis 2000. Vielleicht sogar 2500. Ich kann mir, aber Leverkusen ist halt nicht so attraktiv wie zum Beispiel Dortmund. Ja, da mussten wir. Wir haben gefühlt nebeneinander gestanden. Ja, wahrscheinlich schon. Das war gefühlt der einzige Weg nach Hause. Oder halt ein ICE. Waren ja sau viele Hertha-Fans da. Wie kauft man sich eigentlich ein Ticket mit der Regel? Gibt es da bestimmte Tarife? Ne, entweder einen Automaten oder wir haben einfach... Ne, Quatsch, das war 9-Euro-Ticketzeit. Jetzt weiß ich wieder, das war 9-Euro-Ticketzeit. Da hatten wir halt das 9-Euro-Ticket und dann war halt okay. Dann fährst du halt mit dem Regel mit einem 9-Euro-Ticket. Kannst es ja mal ausnutzen. Ich glaube, es war noch 9-Euro-Ticketzeit. Wenn nicht, haben wir einfach drauf geschissen. Freue mich auf Sonntag, auf meine Familie. Absolut. Ich finde es eh schön, wenn ein Tor fällt... Und dann ein paar Bier schütteln. Dann ein paar Fanbier schütteln. Absolut. Am Wochenende einen Sieg einfahren, dann geht's ab nach Europa. Ich möchte nicht anfangen zu träumen. Aber zu mir auch einer in der S-Bahn, als wir da so alle nebeneinander gestanden haben. Auf geht's nach Europa. Wenn wir gegen Leverkusen Hoffenheim gewinnen, dann wird's was mit Europa. Ganz bestimmt. Also mir wäre es einfach lieb, wenn wir am Ende auf Platz 15 stehen.
ist jemand in Leverkusen hier aus dem Chat. Ich bin leider nicht da, aber naja, im Oktober gab es leider kein 9-Euro-Ticket mehr. Okay, dann haben wir, glaube ich, einfach drauf geschissen. Ah, nee, ich hatte mein Uni-Ticket und das Leipzig-Ticket hat bis Dessau gegolten. Ich glaube, das Leipzig-Ticket war bis da wieder bis zum Rand Brandenburg und damit konnte ich dann fahren. Aber ich habe mir auf jeden Fall kein Ticket mehr gekauft. Bin einfach schwarz gefahren. Glaube ich zumindest. Ich weiß es aber nicht. Aber normalerweise achte ich darauf, dass ich immer Tickets habe. Oh, stimmt. Die eine Hinfahrt mit dem ICE. Sonntag Auswärtsspiele nervt, weil es so weit weg ist. Ja, absolut. Ich kann auch nicht nach Leverkusen, weil Sonntag ist einfach scheiße. Ich weiß schon ja nicht, wenn Samstag. Ich habe Angst, so Samstag anzuschauen, wie die Konkurrenz gewinnt. Darauf habe ich wirklich überhaupt gar keinen Bock. Und vor allen Dingen auswärts Sonntag findet man jemanden, der Sonntag auswärts sagt, ja, komm mal mit. Bin zwar kein Hertha-Fan, aber ich bin gerne Montag erst um 4 Uhr morgens zu Hause. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hau he. Absolut, oh, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Aber war keine unnötige Zeit. Ja, gut. Mit Flixbus, ich fahre niemals mit Bus zu einem Spiel. Niemals. Niemals setze ich mich 4 Stunden in einem Bus. Klassenfahrten oder Busfahrten, Großfahrten fand ich immer scheiße. Finde ich schlimm. Kann ich mir nicht angenehm. Mag ich nicht. Naja, mal gucken. Aber Auswärtsfahrten muss ich unbedingt machen, aber boah, bei mir, ich finde, ich muss eine Auswärtsfahrt 3 Monate vorher planen. Ansonsten kommt bei mir keiner mit, wenn ich jetzt so spontan sage, hast du Lust am Sonntag nach Leverkusen zu fahren? Nee, da wird mit einem Vogel auf mir gezeigt. Kann selber zusehen. Aber, naja. Ich glaube, auswärts alleine ist mir halt immer noch so ein bisschen alleine irgendwo in Deutschland zu sein. Das ist mir zu krass. ICE ist das Beste, absolut. ICE 3-4 Wochen vorher buchen und dann ist das eigentlich schon ganz geil. Das ist ganz geil. ICE 3-4 Wochen vorher ist dann nicht ganz so teuer. Kostet natürlich ein bisschen was, aber nicht ganz so teuer. Und das passt dann eigentlich. Wenn man jetzt hier mal schaut, kann leider kaum Auswärtsfahrten machen, weil ich kaum noch Geld habe und noch zur Schule gehe. Das Problem hatte ich auch, aber als ich zur Schule ging, war Corona, da konnte ich eh keine Auswärtsfahrten machen. Aber wenn man halt so schauen würde auf die Zugverbindungen, wow. Bei mir sind eigentlich nur die Eltern schuld, dass ich Sonntag woanders bin, was man aber auch verstehen kann. Ja. Wenn man jetzt hier mal schauen will, wir gucken jetzt mal einen Spieltag. Ach, sind ja noch gar nicht terminiert. Hier zum Beispiel April, 2. April, wo ja der Spieltag gegen Freiburg wäre, wenn es jetzt ein Sonntag wäre. Wie kommt man nach Freiburg? Dann ist das von den Preisen. Freiburg, Breisgau. Wenn wir jetzt hier eine schöne junge Person sind. So. Kostet das? Okay, kostet viel Geld. Kostet sehr viel Geld nach Freiburg. Beides cool, Busse oder Bahn. Bus halte ich nicht aus. Okay, Freiburg kostet sehr, sehr viel Geld. Na, dann kein Freiburg. Dann vergesst Freiburg. Kostet 26 Euro mit dem ICE die Hinfahrt. Boah. Mit Bus nach Leipzig locker nur 1,5 Stunden. 2 Stunden aber trotzdem. Lieber mit Zug, das mag ich viel, viel besser. Köln hätte ich Bock zu fahren. Ich fahre auf jeden Fall Köln, Gelsenkirchen. Sinsheim hatte ich überlegt, aber Sinsheim, so, schaut mal, wie man nach Sinsheim hinkommt. Das wäre ja dann. Ne, warte mal. Hier ist Leverkusen. Hier ist Mainz. Hier ist Hoffenheim. Das wäre hier. Sinsheim. Ich weiß nicht mehr. Ist das hier Elsens? Hey, Digga. Wow. Ja, hier, guck mal, da musst du hier schon wieder. Wow. Also was ist denn das hier für eine Fahrt? Kostet 31 Euro und du musst hier 3000 Mal umsteigen, weil diese verdammte Stadt irgendwo am Arsch der Welt liegt, weil da kein großer Bahnhof ist, weil Sinsheim eine... Oh, wow. Warum spielen die in der Bundesliga? Es ist lächerlich. Oh, was ist denn hier los? Oh, 21 Euro? Oh, das... 6 Uhr losfahren. Wollten nach Hoffenheim, aber das dauert 6,5 Stunden und kostet für die Hinfahrt ca. 80 Euro. Dazu noch dreimal umsteigen.
Also 21 Euro, die lächeln mich hier an. Die lächeln mich hier an. Für 14.07 Uhr. Das kann... Okay, das geht schief. Hier, 6.29 Uhr. Kannst du Köln gucken, bitte? Leverkusen auf dem Sonntag. Alles zu Stadionöde, ja. 21 Euro. Samstag? Wie kommt man zurück? Wartet, ich muss ganz kurz gucken. Wie kommt man zurück? Nehmen wir mal an, das ist 19 Uhr. Totensonntag. Weil können wir ja nach Elversberg, ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Wollen die mich verarschen? Okay. Wie kommt man zurück, wenn man 18 Uhr fährt? Du musst wirklich, ey, kommst du 5 Uhr morgens zu Hause in Berlin an. Und musst dann in, also dieser ICE 949, der begleitet mich noch bis in den Tod. Also, wow. Also, 25 Euro, es ist okay. Es ist okay. Das würde ich sogar machen. Wer 21 Euro hinfahrt, 25 Euro rückfährt, wären 46 Euro für die Fahrt Hoffenheim hin und zurück. Gucken wir jetzt mal ganz kurz, wie viel das Auswärtsticket kostet und dann stelle ich eine Rechnung auf. Auswärtsspiele? Hoffenheim 14 Euro. Okay. Rechnen wir aus. 14 plus, wir haben jetzt hier einmal 21 und einmal 26. 51 Euro für eine Auswärtsfahrt nach Hoffenheim plus 12 Euro Essen. Sind wir bei 63 Euro eine Auswärtsfahrt. Es geht deutlich besser, es geht aber auch deutlich schlechter. Hier meine Rechnung. Oder Babelsberg. Babelsberg? Meinst du Babelsberg? Babelsberg wäre ganz cool. Okay, ich notiere es mir mal. Babelsberg wäre wirklich ganz cool. Da würde ich gerne Auswärtsfahrt machen. Guter Preis, das ist sogar ganz gut. Nur für ICE. Gut, Rückfahrt wäre dann irgendwann 5. Das notiere ich mir. 63 Euro. Hoffenheim. Warte, ich muss mal auch ganz kurz ein Bild davon. Ah, nee, kann ich gar nicht. Ich send mal ein Bild. So. Hat er Woche 1-6 in Gralsberg verloren. Das war ehrenlos. Ja, Babelsberg. Ah, vielleicht muss ich da auch mal hinfahren, mal wieder zu einem Spiel. Wollte ich sogar demnächst. Wollte auch nach Hoffenheim, Ticket zu teuer, weil wir nach Leverkusen 60 hin und 60 zurück oder so. Ja. Also, wir haben jetzt hier Hinfahrt 21 Euro. Wäre natürlich wieder 6 Uhr morgens, aber gut. Das tut mir nicht alles für... Ah, dann müsste ich 4.30 Uhr aufstehen. Ah, perfekt, ich komme an den Tag genau vom Urlaub wieder. Um 2 Uhr nachts. Boah, dann musst du aber jetzt schnell gehen. Dann 26 Euro zurück und 14 Euro Ticket. Wäre halt nochmal eine Option, weil so lange wird es dann nach dem Main-Spiel kein Stadion geben, wegen der Länderspielpause und zwei Auswärtsfahrten hintereinander. Für 63 Euro ist das auf jeden Fall machbar. Wenn man noch den Essenspreis rausrechnet, wäre man sogar nur bei 50 Euro. Ja. Muss man mal gucken, werde ich mich noch entscheiden. Aber das ist ein Samstag und Samstage sind für mich eher gewollt. So. Warte mal, habe ich mich hier gerade verguckt? Samstag, 18.03. Wobei. Ja, okay, die Preise sind unverändert. Die Preise sind unverändert. Man muss nochmal ein paar Euro drauflegen, weil ich gerade das falsche Datum hatte. Aber nein. Geile Musik, aber was hört man? Ah, ich höre nichts. Ja, gut. Es bleibt bei dem Preis. Naja. Okay. Muss ich mir noch überlegen. Ich muss mir mal ganz kurz ein Kabel reinstecken, weil ich höre wieder nichts. So. Muss mir überlegen. So. Babelsberg. Da muss ich auch mal wieder ins Stadion, aber ist gerade ein bisschen weit weg. So, was hört man denn für Musik? Ach,
du Scheiße. Okay, das ändern wir mal. Wir ändern mal die Kategorie. Was ist das denn, Alter? Gehen wir hier rein. Was hört man jetzt? Naja, mal gucken. Ich, die Musik ist eh nicht so laut. Also, ich werde immer für meine Musik kritisiert, auch in den Videos. Ja, mein Gott, dann ist das halt so. Hopeless Lover ist am besten. Bis los, schönen Abend noch. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ah, ein Banger, also, okay. Ich muss aufpassen, was man für Musik hört. Normalerweise, wenn es zu schlimm ist, skippe ich, aber manchmal ist das Ding auch einfach ausgeschaltet. Da merkt man gar nichts. Hoffe immer, dass Hertha in der ersten Pokalrunde auf Babelsberg oder Neuruppin trifft. Ich glaube, Neuruppin gab es lange nicht mehr. Wäre ganz geil. Aber meinetwegen auch Viktoria Berlin oder der Berliner Pokalsieger. Ansonsten würde ich noch ganz gut finden, wenn Hertha mal so auf. Ja, auf wen sollte Hertha denn nochmal treffen? Vielleicht noch Sachsen-Anhalt, das Ding wäre auch ganz nah, wenn da so, keine Ahnung, Wernigerode oder so dran ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt wirklich, dass wir da sonst wohin fahren müssen. Das fuckt halt schon ab. Braunschweig ist jetzt zwar nicht zu weit weg, aber es halt trotzdem. Ist die Musik überrechtlich geschützt? Nee, glaube nicht. Also, tatsächlich nicht. Warte, ich mache die Musik leise, es ist nicht meine Musikrichtung. Auswärts sind wir halt immer so, Neuruppin wäre ganz geil, Babelsberg wäre ganz geil, Cottbus meinetwegen auch noch okay, oder wer könnte es aus Brandenburg noch machen, Fürstenwalde, erste FSV Union, ach, die heißen glaube ich anders, FSV, wie heißen die, Fürstenwalde, wie heißen die denn nochmal, oder heißen die Luckenwalde, FSV Luckenwalde und Fürstenwalde hatte auch noch irgendwie einen Namen, ich weiß es nicht mehr, gut, Luckenwalde wird nicht dabei sein. Dazu sind sie einfach zu schlecht, also viel zu schlecht. Und Fürstenwalde wird, glaube ich, ist auch nur in der Oberliga. Naja, ansonsten, wir treffen halt eh wieder auf Braunschweig. Brauchen wir gar nicht gucken, was man da auslosen könnte. Wir treffen eh auf Braunschweig. Und da werden wir nichts ändern können. Sind die Bilder von deinen Videos aus dem Internet? Und wenn ja, darf man das eigentlich, die Bilder aus meinen Videos? Ich blende seit langer Zeit keine Bilder mehr in meinen Videos ein. Glaube ich zumindest. Also, lange habe ich jetzt wirklich keine Bilder mehr in meinen Videos verwendet. Manchmal noch so. Aber die sind dann meist wirklich eigentlich copyright-free. Sollten sie zumindest sein. Wenn nicht... Bisher wurde noch nicht geklagt gegen mich und das ist schon mal ein guter Ansatz, wenn nicht gegen mich geklagt wird, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Aber man sollte natürlich aufpassen, was es angeht, dass man da jetzt sich nicht zu krass in die Scheiße reitet. Ansonsten, außerdem meinst du die Bilder, die von Hertha sind, weil die sind eigentlich sogar copyright-free, weil in der Beschreibung steht immer @HerthaBSC und das dürfte dann eigentlich passen. Aber wir ziehen dann sowas wie Eichstätt am Sonntag. Eichstätt, wenigstens kommen wir weiter, ne? Wenigstens kommen wir weiter gegen Eichstätt. Also wenn wir weiterkommen in der ersten Runde, ist das ja stimmt. Aber Eichstätt, ja stimmt, das war ja in Bayern irgendwo. Das war auch kacke. Aber war halt auch ganz cool, ne? Weil wir halt 5:1 gewonnen haben und unter anderem schon, wir dachten, dass wir deutscher Meister wären. Aber Neuruppin ist, glaube ich, echt nicht machbar. Babelsberg wäre halt ganz cool, aber Babelsberg ist ja sowieso raus aus dem Brandenburg-Pokal. Das heißt, das hat sich ausgebabelsbergt. Gibt kein Babelsberg mehr, das wir ziehen können. Da war ich sogar. Ja, ist ja Ewigkeiten weit weg. Am Ende verlieren wir dann auch noch gegen die. Glaube ich nicht. Thumbnails zum Beispiel meine ich. Thumbnails, ja gut. Das Einzige, was bei den Thumbnails aus dem Internet ist, ist das Bild, was im Zentrum steht. Aber das ist ja nicht mehr das Originalbild, sondern wurde ja komplett verändert. Das heißt, ein Sano Schwarz, ein Platten hat, der auf dem Thumbnail ist, das ist ja alles komplett verändert. Also, den Fotografen, der das gemacht hat, wird man nicht erkennen. Wechsel willkommen. Aber, ja, man sollte natürlich aufpassen und nichts aus dem Internet nehmen. Aber ich google sogar meistens, man kann bei Google so suchen, suche oberrechtlich freie Bilder. Und dann zeigt er dir da auch noch ein paar an, die man auch einsetzen kann. Von daher geht das sogar alles fit. Beim Vorbericht meine ich. Beim Vorbericht, da ist eigentlich genau das Gleiche. Also von mir ist der Filter, dass das alles blau und rot ist, dass
Die Logos kannst du sowieso verwenden. Die Schrift ist auch von mir. Wenn dahinter jemand das Doi Duke Bakio Bild claimt, dann ist das halt so. Oder halt eben das Bild von Arne Engels. Aber es ist ja eigentlich auch nicht so, dass das jetzt im Vordergrund steht. Die Berliner sind da. Hoffentlich sind wir jetzt auch bei der nächsten Auswärtsfahrt nach Leverkusen. So. Okay, jetzt muss ich hier mal schauen. Übrigens, der Wolfsburger Mamouche, der steht vom Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Schade, den hätte ich gerne bei uns gesehen, aber ich glaube, wir selber holen keine. Ich bin ja gespannt, was wir für ablösefreie Spieler holen, wenn es dann mal langsam wieder soweit ist. Ich würde sagen, bis jetzt sind ja unsere ablösefreien Transfers eher ein Schuss in den Ofen gewesen. Aber, naja. Rechtsanwalt direkt am Start. Ja, gut. Mal gucken, vielleicht bin ich auch irgendwann nicht mehr da. Aber mal abwarten, was passiert. Grizo, willkommen zum Livestream, schön, dass du dabei bist. Köpenick ist nicht Berlin. Das ist richtig. Ich bin nach Schlussfeld gleich nach Hause gefahren am Samstag. Bin mit der U2 Zobe gefahren, bis dann einen neuen Bundesplatz. Hatte richtig Glück gehabt, die kam gerade. Ja gut, das war bei mir schon wieder scheiße, weil ich 20 Minuten in der S-Bahn gehockt habe und die S-Bahn nicht losgefahren ist. Ja gut, Tipp gegen Leverkusen, 1:1 ist mein Tipp. Wird mal wieder Zeit für ein Unentschieden. Wir haben jetzt lange Zeit kein Unentschieden gespielt mehr. Das letzte Unentschieden war gegen Freiburg in der Hinrunde. Wir haben jetzt wirklich von den letzten 12 Spielen 10-mal verloren oder dafür auch 4-mal gewonnen. Also von den letzten 14 Spielen 10-mal verloren und 4-mal gewonnen. So, es wird mal wieder Zeit für ein Unentschieden. Ich glaube, gegen Leverkusen, das könnte ein Unentschieden werden. Ich hoffe es zumindest. Aber, naja. Wir müssen mal gucken, was unsere, also, ach, nee, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Oder ein Sieg. Ein Sieg wäre natürlich auch super, aber glaube ich, gibt nur Sieg alle 2 Spiele. Hoffentlich jedes Heimspiel gewinnen wir. Das wäre doch mal was ganz Geiles. Ist Brandenburg an der Havel schön? Boah, nö, eigentlich nicht. Also doch, ja, ein bisschen. Ist halt eine typische ostdeutsche Stadt. Ist nicht so hässlich wie Frankfurt an der Oder, von daher ganz cool. War der Stadion nach gegen Augsburg kaputt? Hat die ganze Zeit reingeschneit. Ja, von hinten kam der Schnee und von vorne. Also, war trotzdem richtig geil. Aber das stimmt, es hat schon reingeschneit. Hab eine Frage. Haben deine Freunde und Bekannten deine Videos mal so zufällig? Weil mache auch YouTube will Facecam machen, will nicht, dass mich Bekannte sehen. Ich glaube, ja, zufällig. Zufällig gab es 2 Leute, die meine Videos zufällig gesehen haben. Auch die einfach nur empfohlen worden sind. Aber ist ja nichts Schlimmes dabei. Ansonsten, wenn ich mal so gucke, gab es so 2 Leute, die mich einfach, die bei denen ich dann wusste, dass die mich gekannt hatten. Und ansonsten, aber wenn du YouTube machen willst und Facecam machen willst, das ist alles. Also ich glaube, da wird keiner was. Also ich glaube, das wird man nicht so leicht finden. Man muss halt eben sagen, bei 700 Klicks oder 1000 Klicks. Ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendjemand was findet. Sag mal nichts dagegen. Perfekt. Julian, willkommen zum Livestream. Schön, dass du dabei bist. Aber ich möchte mal nicht so viel sagen. Es ist auch, selbst wenn es dazu kommt, nicht so schlimm. Bei mir war es halt nochmal richtig, richtig geil. Wie läuft irgendwie eine Uni eigentlich bei dir? Boah, okay. Es läuft okay. Ich würde mal ganz gerne mal langsam so meine Ergebnisse wissen, ob ich irgendwas bestanden habe. Oder halt eben nicht. Aber ansonsten läuft okay, denke ich. War Christensen eigentlich ein Bobischen-Transfer? Ja. Christensen war der Transfer von Bobic. Ansonsten, das war wirklich ein guter Transfer von Bobic. Christensen. Aber manchmal ist er halt, wie gesagt, eben auch nicht ganz so gut. Bei Christensen, wenn der mal so seine Topform wirklich langfristig halten kann, dann wäre es schon richtig, richtig geil. Welches Heimspiel im Stadion war das coolste von der Atmosphäre her in dieser Saison? Ich glaube, das Heimspiel mit der coolsten Atmosphäre war nicht Bayern, nicht Hoffenheim,
nicht frei. Wobei Freiburg kam schon ganz geil daran ran. Union auf keinen Fall. Köln, das Heimspiel gegen Köln war schon ganz cool. Und wenn nicht, dann würde ich sagen sogar Freiburg. Hoffenheim auf keinen Fall. Oder Frankfurt war auch ganz cool. Frankfurt. Ich sag Eintracht Frankfurt. Das war ein ganz geiles Heimspiel. Wie schätzt du das Spiel gegen Bayern 04 ein? Was ist dein Tipp? Meiner knackiges 13-0. Ich tippe 1-1. Ich hoffe, es ist ein ausgeglichenes, ein offenes Spiel. Leverkusen kann liefern. Also, so viel steht fest. Leverkusen hat gut gespielt jetzt zuletzt. Ich glaube, die werden auch alles geben. Also, ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr eng wird. Augsburg auch cool gewesen. Ja, aber da waren leider nicht so viele im Stadion. Aber von der Stimmung her war es sicherlich auch ganz geil. Aber so in der ersten Halbzeit am Ende hat man so gemerkt, dass es so langsam abgeflacht ist. Wird Platte jetzt eigentlich verlängern? Also, man möchte die Gespräche wieder aufnehmen. Mal gucken, ob man sich dann einigen kann. Also, es kann durchaus passieren, dass Platte wieder verlängert. Das ist ja der aktuelle Stand. Aber er muss jetzt aber schon liefern. Ja. Absolut. Mein Tipp ist, wie gesagt, ein 1-1 Leverkusen. In der Europa League weitergekommen. Damit nochmal so richtig ein bisschen Feuer drin in dem Spiel, sage ich mal. Wenigstens so ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ausschlaggebend, also dass das nochmal so ein bisschen Schub geben könnte. Leverkusen hat jetzt auch das letzte Heimspiel verloren. Vielleicht wollen die auch mal ein bisschen was wieder gut machen. Aber wir haben in Leverkusen eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Letzte Saison in Leverkusen gab es ein... Was gab es denn letzte Saison in Leverkusen? Es war, glaube ich, ein Hinspiel 1-1 oder irgendwie so. Und dann gab es auch mal einen 1-0-Sieg durch Karim Rekik, als Jürgen Klinsmann bei uns war. Aber gegen Freiburg haben die nichts hinbekommen. Aber die waren schon nicht schlechter. Also die waren nicht schlechter als Freiburg. Die haben einfach bloß selber ein bisschen reingeschissen. Das ist halt das Ding. Die haben halt eben selber ein bisschen reingeschissen. Sind offensiv nicht konsequent genug gewesen. Dann eben auch als ein Wirtz drin war, sah es halt eben auch wieder ein bisschen anders aus. Für mich, Leverkusen, Wundertüte. Definitiv Wundertüte. Die können ganz gut spielen. Die können aber auch, wie gesagt, wie zuletzt spielen. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das Ding holen. Und ich denke, das ist auch realistisch, dass wir dieses Spiel gewinnen können. 2-1 gab es letzte Saison in Leverkusen. Stimmt. Ah, da sahen wir schlecht aus unter Felix Magath. Dann gab es vorletzte Saison. Warte. Da gab es ein 1-1. Klinsmann ist jetzt Nationaltrainer von Südkorea. Ja, Big City Nation. Die wird hochgefahren. Ja, viel Glück wünsche ich dem jetzt nicht. Also, mir ist es scheißegal, was der mit Südkorea macht. Ich verstehe gar nicht, warum die ihren Nationaltrainer entlassen haben. Haben die nicht sogar gut gespielt in der WM? Also, ich glaube, die sind zwar ausgeschieden, aber haben die nicht sogar okay gespielt? Mal gucken. So. Was ist denn hier eigentlich jetzt? Was wurde mir hier gerade als News angezeigt? Ah, hier. Schalke ist auch an Schallenberg dran. Boah, an den müssten wir eigentlich rankommen. Augsburg und Stuttgart auch. Warum sind wir nicht an ihm interessiert? 2018 war der letzte Sieg in Leverkusen. Nee, es war 2019. Da war Klinsmann gerade Trainer geworden. Wir haben 1-0 gewonnen in Leverkusen. Durch ein Scheiß-Tor von Karim Rekik. Karim Rekik. Ah, okay. Schallenberg kriegt Interesse zugesagt von Stuttgart, Augsburg und Schalke, aber nicht von Hertha. Warum nicht von Hertha BSC? Warum verpflichten wir nicht so einen Spieler? Was soll das? Das habe ich schon mal vorgeschlagen in 2-3 Videos, dass Schallenberg eine Option ist. Aber ja, da müssten wir halt auch mal Interesse an solchen Spieler zeigen und nicht nur hin und her stehen und nichts machen. Naja, mal gucken. Was da vielleicht noch geht. Wir müssen sowieso erstmal unsere Liga abwarten, bevor wir Interesse an Spieler zeigen können, die ablösefrei sind. O22, wie kommst du in den Livestream? Schön, dass du dabei bist, weil es ein Paderborner ist. Also mir ist es egal, von wo die kommen. Paderborn, vielleicht, wenn die nicht aufsteigen, dann könnte er wirklich ein Mann sein. Ja. Naja. Ansonsten bin ich echt gespannt auf die nächsten Spiele. Muss ich mal vorstellen, wenn wir gegen Leverkusen und gegen Mainz gewinnen, dann könnten wir trotzdem wirklich, also dann könnten wir ja wirklich uns befreit haben, aber naja. Leverkusen liegt uns eigentlich auch recht gut. Ja, wir hatten auch mal 2-0 zu Hause gewonnen.
wo wir alle dachten, jetzt nächste Saison greifen wir an, nächste Saison Europa League, wir kommen. Und was ist dann passiert? Ja, scheiße ist dann passiert, was soll ich sagen. Gut, aber das war auch, oh stimmt, das war unter Bruno Labbadia. Leverkusen liegt uns ganz gut, Leverkusen liegt uns wirklich ganz gut. Da müssen wir liefern, unbedingt. Eigentlich, gut, letzte Saison war halt scheiße unter Magath, weil wir hatten einen zusammengestellten Haufen, unsere Flüge bestanden aus Darida, warte mal. Das war die geilste Aufstellung, die ich jemals gesehen habe. Das Spiel gegen Leverkusen. Ich möchte das finden. Warte, wie finde ich das? Ich möchte dieses Spiel finden. Ich möchte in die Saison zurückgehen. Unter Klinsmann haben wir die mal weggehauen. Ja, 1-0. Wer wird Meister? BVB oder Bayern? Ich hoffe Dortmund. Wahrscheinlich wird es Bayern. War realistisch gesehen, werden wir frühestens 25, 26 eine Chance auf Europa haben. Boah, weiß ich überhaupt nicht, ob wir überhaupt eine Chance auf Europa haben. Also, ich sehe uns da momentan überhaupt nicht bei Europa. Auch nicht in ein paar Jahren. Erstmal mal gucken, ob wir uns überhaupt stabilisiert bekriegen. Also, naja. Warte mal. Müssen wir mal schauen. Wie kann ich jetzt hier auf die Spiele klicken? Von Hertha. Bitte. Das möchte ich unbedingt. Ja, hier kann ich es machen. Hier, die Elf gegen Leverkusen. Das war die geilste Elf, die ich jemals. Also, das hat alle Schmerzen bei uns zusammengefasst. Boah, ich kann diese Musik nicht hören. Das ist wirklich, also, wow. Das ist ganz, ganz schlimm, die Musik. So, okay. Kommsieg ist im Jahr 3000 oder was? So. Mittelstädt, Kempf, Boyata, Pekrek, Schwolo. Stark, Toussaint, Askasiba. Darida auf links, beziehungsweise Serda auf links, Darida auf rechts und Belfodil im Sturm. Es war die schlimmste, also wow. Warte, das müssen wir hier noch einmal groß machen. Digga, schaut euch das hier an. Belfodil, 3 ZTMs, Askasiba, Toussaint und Stark. Darida, Serda, boah, alter Schwede. Das war so schlecht, diese Aufstellung. Wir waren offensiv zu nichts in der Lage. Kann mich nicht daran erinnern, dass wir gegen Mainz gewonnen haben. Ich auch nicht. Das waren immer Unentschieden. Immer Unentschieden bei Mainz. Außer letzte Saison. Da wurden wir sogar hochgenommen von Mainz. Doch auf jeden Fall, wir waren nie richtig schlecht, aber es ist immer so unglaublich viel passiert. Ja, das stimmt. Kommsieg im Jahr 3000 oder was. Also wenn man hier mal schaut, diese Elf. Alter, ist das bitter gewesen. Und dann die Elf gegen Union, ja nochmal genau das gleiche. Union Berlin hier, die Elf. Alter, aber Mainz hat gerade einen guten Weg. Das stimmt. Hier. Ah nee, war sogar ein bisschen besser gegen Union. Mit Jovetic und Maoli da. Traummittelfeld. Alter Schwede. Stop, Toussaint, Askasiba. 3 ZDMs. Puh, Alter, nee. Dann haben wir hier Darida auf rechts, Alter. Wir haben Marco Richter auf der Bank. Nein, Darida auf die rechte Seite. Und Aichi als Linksverteidiger. Also kannst du niemandem erzählen. Und dann die 4-1-Klatsche bekommen. Vor allem, wir dachten ja hier wirklich, war das das 1-1? Haben wir das 1-1 erzielt? Wir hatten sogar das 1-1 erzielt. Was waren wir für Macher? Um dann 4-1 zu verlieren. Oha, ich wusste gar nicht, dass wir sogar... Ja, durch ein Eigentor, klar. Und Köpenick ist stolz, seinen Kader zu besiegen. Ja, wow. Und Gechter auf der ZDM-Position. Um Gottes Willen. Es war ein Eigentor. Aber wir waren nah dran. Christensen, Bank und fucking Lockdown-Tor. Ja, stimmt. Lockdown, Christensen auf der Bank. Das kannst du jetzt, also, das kannst du niemandem erzählen. Diese Elf. Was letzte Saison bei uns passiert ist. Wow. Wow, wow, wow. Ich sag's ja so, wie es ist. Ich hätte es nicht durchgehalten. Also, sowas. Sowas Dummes. Also, ist ja wirklich... Kannst du niemandem erzählen. Einfach vergessen. Das war von der Elf her so unglaublich peinlich. Und heute ist zum ersten Mal meine Umfrage,
wo man fast einstimmig ein Ergebnis präsentieren kann. Die Umfrage, ob man mit Sandro Schwarz in die restliche Saison gehen sollte. Die Umfrage ist sehr eindeutig. Oh, perfekt, jetzt sieht man hier mich. Sollten man die restlichen Spiele mit Sandro Schwarz bestreiten? 96% ja, 4% nein. Sehr eindeutig. Lotka habe ich schon ganz vergessen, der war doch auch gut. Lotka war okay. Was eine Mistaufstellung, absolut, Alter. Was ist denn mit meinem Internet los? Hab gerade nicht mal die 144p geschafft. Puh. An mir liegt's nicht. Aber wir können nicht sagen. Fakt ist, seit 2018 laufen wir einen dauerhaften Umbruch. Man kann nur hoffen, dass wir zurückfinden. Ja, kann man wirklich nur hoffen. Und ich glaube auch, dass wir das irgendwann machen werden. Also, muss er investiert sein, aus diesem Umbruch rauszufinden. Aber ich glaube auch, dass wir dazu in der Lage sind. Das geht definitiv. Also diese Aufstellungen, die werde ich irgendwann einrahmen. Die werde ich einrahmen, weil sowas Peinliches, das ist ja wirklich, also, wow. Ja. Kannst du halt niemandem erzählen. So. Will ich hier mal ein bisschen schauen. Und 2018 haben wir in Europa gespielt. Ja, das stimmt. Bis zum bitteren Ende mit Sandro. Ja, würde ich auch sagen. Wir müssen mit Sandro bis zum Ende gehen. Also, so viel steht fest. Ich muss mal ganz kurz etwas ändern. So. So, perfekt. Das haben wir jetzt mal gemacht. Okay, perfekt, passt. Wir müssen jetzt mit Sandro wirklich zumindest diese Saison beenden, weil Sandro Schwarz hat jetzt das System umgestellt und plötzlich gewinnen wir. Wir gewinnen. Und das ist halt eben das Wichtige. Damit, mit diesem Weg müssen wir eben weiter einschlagen. Und wenn wir diesen Weg weiter einschlagen, da werden sicherlich auch mehr Erfolgserlebnisse kommen, was das angeht. Da bin ich mir sicher. Immerhin ist da ja fast die ganze Hertha-Gemeinde einstimmig. 84 Stimmen. Sehr gute Umfrage. 2018 mit Dardai Europa voll versagt, oder? Ich glaube, 2017, wo wir gegen Brøndby rausgeflogen sind im Jahnstadion. Glaube ich zumindest. Das Ding ist halt, als wir mit Dardai Europa gespielt haben, wir haben halt Europa komplett verkackt. Das wäre halt ganz geil gewesen, wenn man da Europa überzeugt hätte. Sandro ist nicht mal so schlimm, ich mag ihn und an sich ist es ja klar, dass er seine Zeit braucht, um sich einzufinden. Nur mit der Zeit in einem Verein kann der Trainer gut werden. Ja, stimmt. Lotka fand ich jetzt nicht schlecht, aber Christian besser, wenn ich vergleiche. Glaube ich auch. Lotka hat halt sehr häufiger seine Patzer gehabt, aber er hatte auch richtig geile Paraden mit dabei. Lotka war auch so ein Sicherheitsfaktor im Endeffekt, aber Christian hat es in der Relegation richtig gut gemacht, hat dort gut gehalten. Und das waren auch, glaube ich, seine ersten Profispiele für uns. Seine ersten Profispiele für uns waren die Relegationsspiele. Und dort hat er überzeugt. Gut, das Ding gegen Hamburg, so beim Hinspiel, die Flanke, die hat er kriegen müssen. Die hätte er eigentlich kriegen müssen, meiner Meinung nach. Weil so ein Schuss, die Flanke. HSV hatte gegen uns in der Relegation nur eine richtige Chance und das war dieser Flankenball. Und das eine Ding von Glatze. Ansonsten, das schon sehr, sehr, wir hätten... Also in der Relegation sind wir schon verdient weitergekommen, wenn man mal darüber nochmal nachdenkt. Das war ja nur wirklich das Flankending, was da richtig krass war von Reis. Aber es hätte ja fast gereicht gegen uns. Aber Gott sei Dank, Digga Felix Magath, ich liebe ihn. Für das, was er auch immer diesem Team vor dem Rückspiel gegeben hat, die haben auf einmal krass Fußball gespielt. Und darauf konnte man stolz sein, wie die Mannschaft gespielt hat. Und das ist zufriedenstellend gewesen. Ja, so viel kann ich dazu sagen. War guter Fußball von unserem Team. Sehr, sehr guter Fußball. So. Als Hertha darüber gespielt hat, war das Stadion voll leer. Ja, gut, ich weiß. 20.000, 30.000 waren halt immer da. Ja. War halt scheiße, weil wir halt Europa mit einer Z11 gespielt haben. Also mit Klinsmann im Tor und so weiter und so fort. Naja, ja. Medizin bei Felix passt einfach in der Situation. Haare geschnitten. Ja, ich habe einfach mal die Cap abgesetzt, weil die Cap, die gefällt mir nicht. Wenn ich Kopfhörer trage,
dann fühlt sich das so komisch an. Deswegen ohne Cap, dafür halt mit einer Frisur, die man nicht Frisur nennen kann. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, später mit einer ordentlichen Frisur. Lotka hatte sein Momentum, wollte alles sein. Christensen, ein Zukunftstransfer. Ja, Lotka hatte wirklich echt auch gute Spiele. Hat halt ab und zu seine Patzer. Gegen Dortmund, das Ding war ein Patzer. Gegen Mainz war das Ding ein Patzer. Schade. Gegen Mainz waren wir so nah dran. Und dann machen diese Wichser noch ein Tor. Wirklich, Mainz, ehrenloser Verein, mag ich nicht. Vor allem dann der Schiedsrichter gegen Mainz auch. Mann! Was war aber die wichtigste Verbesserung bei uns ist, war, dass wir endlich einen Kampfgeist wieder haben. Bei unserer Niederlage in der Hinrunde waren die Jungs nach einem 0:1 tot. Das stimmt. Das stimmt und man kann auf jeden Fall zufrieden sein, wie sich das Team jetzt entwickelt hat. Und ja, Schwolo ist eigentlich nur ein schlecht programmierter NPC. Schwolo ist einfach zu schwach. Damit kann man es zusammenfassen. Schwolo ist einfach zu schwach. Richtig schwach. Also bei uns hat er wirklich, also auch bei Schalke jetzt, er wurde von Fährmann verdrängt, von Fährmann, von Ralf Fährmann, dem Fährmann, dem wir alle eigentlich nur daher lachen. Also ist ja unglaublich. Also Schwolo, vor allem der ist in der nächsten Saison einfach wieder bei uns. Der ist schon wieder bei uns in der nächsten Saison und wir können nichts daran ändern. Ob wir ihn verkauft bekommen? Wahrscheinlich nicht, er wird bei uns einfach Ersatztorwart sein. Außer vielleicht, er kommt nochmal in ein Spiel hoch rein, aber das wird ja nicht passieren. Und deswegen ist das alles super, super unglücklich. Vor allem, ich glaube, Schalke wollte ja zuerst noch einen anderen Torwart. Beim letzten Gegentor von Schalke dachte ich kurz, da steht Schwolo im Tor. Schwolo, also wow. Ich weiß gar nicht. Also gegen uns war das Ding nochmal richtig, richtig geil. Als Schwolo im Tor stand, hat er uns sehr gut geholfen. Aber seit Fährmann läuft bei den Schalke noch wieder. Ja, der steht ja auch da nicht unverdient. Der ist einfach besser als Schwolo. Gegen Stuttgart, ich hab das Spiel gegen Stuttgart eigentlich gesehen. Es war ja, also, der Fährmann hat jetzt 4-0 gespielt. Und gegen Stuttgart gewonnen. Da läuft es ja den doch gut. Mit Schwolo wäre jetzt safe irgendwie reingeflogen. Einfach so, weil es Schwolo ist. Aber ja, natürlich, Reis hat auch die komplette Defensive stabilisiert. Mein Zeitspiel hat mich auch deprimiert mit dem späten Gegentreffer. Danach war Redi sicher, ja. Absolut. Vor allen Dingen war er halt auch so. Weil natürlich, es war so klar, dass ich verstehe es nicht, warum dieser Spieltag nicht gleichzeitig stattfand. Warum man da nicht gleichzeitig gegen Bayern gespielt hat. Was war denn das für eine Scheiße? Das war 2 Spieltage vor Schluss. Warum findet das nicht gleichzeitig statt? Dass man so gucken kann, wie Stuttgart spielt. Nein, man muss einen Tag warten bis zum Trümmerbruch. Weil Stuttgart natürlich gegen die Bayern unentschieden spielt. Zu Hause in der Allianz Arena spielen die unentschieden. Das kannst du dir nicht ausmalen. Wow. Also, das war ja schon, wo man sagt, es war völlig, völlig Wahnsinn. Und da war es halt eben klar, dass wir Relegation kommen. Weil Stuttgart zu Hause gegen Köln, dass die da in der letzten Minute, bei denen lief ja alles perfekt. Gegen Bayern unentschieden geholt, gegen Köln in der allerletzten Minute Gegentor kassiert, Tor gemacht. Also, das glaubt dir niemand, wenn du drüber sprichst. Glaubt dir niemand. Das war so übel. Naja, fährst du nach Leverkusen? Nee, ich fahr nicht nach Leverkusen. Sonntags ist belastend. Nicht möglich, ist beschissen. Vielleicht aber Hoffenheim. Haben wir ausgerechnet, ist nicht ganz so teuer. Bochum-Schalke wird jetzt am Wochenende spannend, ja. Wir spielen nach Bochum-Schalke. Können schon mal gucken, wer uns da überholen wird. Stuttgart spielt, glaube ich, auch am Wochenende. Kann man sich schon direkt wieder darauf freuen. Ich mag diese Sonntagsspieltage nicht. Ich mag es nicht mehr anzuschauen, wie wir überholt werden. Mal gucken, was passieren wird. Ganz, ganz unglücklich wäre, wenn Schalke gewinnt und wenn Stuttgart gewinnt. Nee, wenn Bochum gewinnt und wenn Stuttgart gewinnt. Das wäre so ein Szenario, was mir nicht zusagen würde. Darauf hätte ich keinen Bock. Keiner hat damit gerechnet, dass Stuttgart 1 gegen Mainz 1:1 spielt. Ja. Also, ist so ein, sozusagen gegen Bayern, meinst du ja, gegen Bayern. Also, es war so bitter. Glaube, Schalke gewinnt. Ist ja zu Hause in Bochum, ne? Das ist halt auch so ein Ding, mal gucken. Was am traurigsten war gegen Stuttgart, der Gegentreffer
in der 98. Minute bei 7 Minuten Nachspielzeit. Und das war der Bruch. Oder auch gegen Bremen in der 94. Ja. Also. Sad. Alles scheiße. Das ist so ein Mist gewesen. Die ganze Saison, ich möchte ihn nur noch vergessen. Aber waren halt auch ein paar richtig geile Erinnerungen mit dabei. Also, so viel muss man sagen. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz was schauen. Ja, mich würde mal interessieren, ob der Gündüz nochmal eine Story gemacht hat. Tatsächlich beginnt das Training bei Hertha BSC erst morgen am Mittwoch. Naja, gut, okay. Weiß ich nicht, ob jetzt unsere Spieler so viel frei verdient haben. Aber gut. Ist halt so. Eins werde ich auf jeden Fall. Und zwar zu 100%. Und zwar zu 100% nicht abstecken, das ist offensichtlich. Hoffentlich. Also, ich bin gespannt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, das ist nicht so gut. Aber, naja, gut, das wird sich gleich lösen, das Problem. So, ich muss mal schauen. Ich werde so langsam den Livestream hier heute zu einem Ende bringen. Ich bin mal gespannt, ich muss mal gucken, ob ich morgen vielleicht sogar auch live streame. Kommt ja ganz drauf an, ob morgen ein Video von mir kommt oder ob morgen kein Video von mir kommt. Und das hängt damit zusammen, welches Thema morgen möglicherweise in einem Video thematisiert wird. Falls ihr Ideen habt, worüber ich morgen sprechen soll, also so allgemein, dann schreibt es gerne rein. Dann kann ich mal gucken, was ich morgen machen werde für ein Video. Bist du eigentlich Hertha-Mitglied? Ja. Denkst du, der HSV steigt endlich mal wieder auf? Ich hoffe es. Also würde ich, wenn wir drin bleiben, hoffe ich es. Wenn wir runtergehen, dann hoffe ich es nicht. Weil dann möchte ich eine schöne Auswärtsfahrt nach Hamburg machen. Aber wenn wir drin bleiben, dann hoffe ich, dass HSV aufsteigt und dafür Hoffenheim runtergeht. Das wäre so ein Traum. Weg mit Hoffenheim, hoch mit Hamburg. 3 Beiträge auf Insta, warum sind inaktiv? Ja, ich vergesse immer Insta-Beiträge zu erstellen und ich bin da nicht so drin, was Instagram angeht. Ich benutze es nur, damit ich kommunizieren kann, sprechen kann mit Zuschauern oder so. Also so mit Direct-Messages. Aber ansonsten verwende ich Instagram jetzt nicht großartig und das ist auch okay. Bin nicht so ein großer Instagram-User. So. Jetzt müssen wir mal ganz klar langsam zum Ende kommen. Vielleicht spreche ich morgen allgemein nochmal über die Trainerdiskussion, über den Abstiegskampf. Es gibt einige Themen, worüber es sich zu sprechen lohnt, die ich nur so ein bisschen angedeutet habe. Aber, naja. Ich würde sagen, dann kommen wir langsam zum Ende des heutigen Streams. Wie gesagt, ich hoffe, der heutige Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Wir haben 27 Likes. Geile Sache übrigens. Mladen Baric, wie geht's? Gratuliere zum Sieg, bist sehr erleichtert. Ich bin absolut begeistert und erleichtert. Also, es ist wirklich verdammt wichtig gewesen, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ich bin auch super glücklich. Jetzt dürfte man mich wieder hören. Okay, perfekt. Ich habe gerade aus Versehen mein Mikrofon geschlagen. So. Eine Sache noch. Ich werde jetzt offline gehen. Ich sende mal in den Live-Chat einen Link zu meinem neuesten YouTube-Video. Das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgerutscht. Also, das hat keiner gesehen, weil ich halt gestreamt habe. Stattdessen. Und das rutscht dann halt runter in den Empfehlungen. Das heißt, schaut euch gerne das YouTube-Video an. Abonniert gerne diesen Kanal. Wir sind gerade bei 2969 Abonnenten. Vielleicht bin ich morgen nochmal live. Kommt drauf an, wie gesagt, ob ich ein Video mache oder nicht. Wir sehen uns. Genießt alle den Tag. Genießt den Abend. Schönen Abend.